She knows.
wir sind wieder da. Pünktlich 22 Uhr, wie jeden Freitag, der Geek Freaks Live. Heute mal am Start mit dem Moritz. Hallo. War ohne Kamera, aber ihm geht's relativ müde, genauso wie mir. Ist doch auch schön. Hoffentlich geht's euch gut. Ja, ich gebe mir gerade richtig Mühe, fit zu sein. Schön. Ich habe gerade gehört, ja, ich habe Spotify offen. Ja, ihr hört gerade Spotify, deswegen hier oben ja auch diese Anzeige. Klar, geht nicht immer. Ich habe diesen Monitor im Hochkant natürlich reingefeuert und dann die Auflösung auf 100% gestellt. Ne? Nicht auf 200%, dass man es schöner sehen kann, nur dass ich die Sachen schön stacken kann. Weil, ja, man stackt sich halt mal so die Bildschirme voll, wenn man so einen Livestream fährt. Wie war eure Woche? Wie geht's euch so? Ah, da hat jemand die neuen Corsair-Lüfter. Die habe ich leider noch nie ausprobieren können. Keine Ahnung, ob die gut sind oder schlecht. Kann ich leider so nicht sagen. Vielleicht habt ihr damit Erfahrung. Ich mit den Corsair-Sachen, also Lüfter sind bei mir so eine Sache, die laufen. Das heißt, wenn sie nicht kaputt gehen, habe ich sie fast für immer im Betrieb. Das ist vor allem Nocturas, die sind mir noch nie gestorben, also noch nie ein Problem damit gehabt. Ja, unausgeschlafen, das trifft es ganz gut. Ja, 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 durch Ziele nicht erreicht. Solange es selbstgesteckte Ziele sind, kriegt man immer wieder einen Anlauf. Manchmal ist es einfach schon ein Ziel, dass man den Tag gut überstanden hat. So, es ging auf 100% dann auch noch hochkant, daran hätte ich nie gedacht. Irgendwie muss man es ja tricksen, dass es funktioniert. Moin, Jen, Jam, Jan, Jam, Jen, Jan. Moritz. Ja, bist du da? Ich weiß nicht. Unser Nachrichten-Hier-Reinfahr-Plugin ist jetzt ausgestiegen. Das heißt, das hat mal wieder entweder ein Update bekommen oder will einfach nicht mehr funktionieren. Schade, sonst könnte ich jetzt immer noch Nachrichten reinfahren lassen. Würde ich zum nächsten Stream mal reparieren. Manchmal fängt es sich, aber heute mag es nicht. Manche Sachen mochten die Woche einfach bei mir auch nicht so ganz. Da war jemand in Dänemark, der hat 5G-Internet mit 1 Gigabit in der Stadt. Wo hast du halt die Dänen und nicht die Deutschen, ne? Über Internet reden wir dann aber gleich nochmal. ISP-Provider haben wir auch als Thema, ne? Ah, Snake mit Qt und C++. Klingt auf jeden Fall performanter, als es mit Python oder Java zu machen. Hab's hinbekommen, meine beiden Videos gleich zum Laufen zu bringen. Kurz gedacht, ich buche mir den Alex. Frage, mein Freund, du hast Stable Diffusion, hast da beide GPUs zum Laufen bekommen? Bei mir nutzt ihr die nämlich nicht. Ich habe zwar euer GPU an, aber VRAM Limit läuft da trotzdem voll rein. Video hängt hinter Audio. Das weiß ich, woran das liegt. Aha. Moritz. Ja. Aber jetzt wird über dein Relay laufen. Und da sind die Audio-Relays anders. Du musst dein Custom Relay wieder wegnehmen. Oder aufs alte. Also, richtig. Video läuft Audio hinterher. So, sollte wieder synchron sein. Probiert's mal aus. Ist das gut? Weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde es übelst useless, für Discord einen Hochkantbildschirm zu haben. Hab meine alle im Normalformat. Naja, das Ding ist, Hochkant ist sehr praktisch, wenn du immer Ansichten hast, die wie Slider oder Lautstärkeregler oder so Zeug, alles was hochfährt, weil so kannst du mehrere Apps decken, als hättest du mehrere kleine 16:9 Monitore. Das ist dann ein bisschen praktisch. Jo, hast du dir irgendwie mal vor Linux-Tipps zu geben? Ich bin vor einem halben Jahr umgestiegen vom öffentlichen Genre, aber ich bin noch frisch im Game. Was hältst du davon? Habe jetzt nur Bara am. Hey, El Bundy, also gerne, klar. Linux-Tipps sind immer praktisch, deshalb wir machen ja ganz viele Android-Tipps, was ja eigentlich auch nur ein Slackware-Linux ist. Ding ist, wenn wir jetzt auf reine Linux-Videos gehen, leider beträgt der Bulk der Zuschauer, die Linux, also wirklich Linux nutzen, unseren Zuschauern oder vom Linux-Browser kommen, unter 7%. Das kann ich machen, aber dann werden wir noch nischiger. So, heute auf YouTube aktiviert. Ja, der Moritz haut gleich rein. Wir sind heute überall ein bisschen vertreten. Ja, nicht gut, überall. Die Hochkant-Plattform heute nicht. Ah, ja, aber die kommen wieder. Ich bin's, ist Tim. Tim, kann ich ein gutes Headset empfehlen? Naja, du kannst dir eine alte gebrauchte Vive holen für den Preis. Oder warten, bis die neue Meta rauskommt. Die neue Meta soll ja ziemlich gut sein, wenn sie dann mal da ist. Ja? Aber werden wir sehen, wie sich die Technik entwickelt. Ich habe bis jetzt kein VR-Headset mehr. Musik soll etwas laut sein. Mache ich gerne leise, ist ein gutes Thema. So, machen wir die Musik leiser.
Ja, das ist yep. recht laut. Eine legen und auf die andere Easy Diffusion. Ja, man könnte verschiedene Sachen gleichzeitig nutzen, aber ich zum Beispiel nutze hauptsächlich Comfy UI und da ist das Ganze nicht so flexibel, möchte ich es mal nennen. Und der Ton rutscht vor das Video. Was? Kommt mir das noch so vor? Oder rutscht der Ton immer weiter vors Video? Das wäre schlecht allerdings. Eigentlich sollte der Ton nicht weiter vors Video rutschen. Ist das bei euch synchron oder habt ihr vielleicht mal F5 drücken? Passt das bei euch oder liefern die falsch aus? Einfach mal nachschauen. Gibt es bald Info von dir zu ZFS bei Android? Ja, sobald es official ist. Also keine Punkt von Punkt, sondern der Support offiziell mit integriert ist mit allem drum und dran. Denn ich kann bis jetzt nicht auf die neuesten Android-Versionen updaten, weil sonst geht mein SMB-Share nicht mehr, weil ich den anders erstellt habe mit ZFS. Und ich kann mein ZFS-Array noch nicht importieren, weil die Implementation noch nicht 100% ist, anscheinend. Eine Galaxy Watch 3, die hatte ich auch noch nicht, aber freut mich, dass ihr die habt. Aber das ist eine meiner Meinung. Dankeschön. Ja, wir machen das ja auch schon seit 2016. Es wäre irgendwie schade, wenn gar niemand rumkommen würde. Aber ich bin dankbar. Ich meine, wir haben immerhin 150 Zuschauer ungefähr. Plus minus. Ist schon schön. So. Wie kriege ich das günstigste NAS-System, ob Eigenbau oder Fertigsystem? Jumo, da wartest du mal 2 Wochen, dann kommt ein Video von mir. Habe ich schon mal im letzten Stream geteasert zum neuen Teil, das auf dem Markt ist. Und ich habe ein sehr, sehr interessantes Video dafür zusammengebastelt. Vor allem, was weniger als 10 Watt frisst. Noob Guide wie Linux zum Beispiel, Pro und Wine konfiguriert. Davon habe ich, glauben die meisten Hemmungen, wenn dann fehlt es an. Ja, das Ding ist, Linux ist eine Baustelle. Machen wir doch, bevor wir die Technik angehen, Linux ist eine Baustelle. Du musst wirklich Tinkerer sein, der Bock drauf hat. Wenn du nämlich jetzt zum Beispiel Musik machst, Grafikbearbeitung nutzt, verschiedene Plugins oder Adobe oder irgendwelche Dinge, die sehr viel Wert nehmen auf eine DirectX-Pipeline zum Beispiel oder einfach sehr integriert bis ins Microsoft-Subsystem, dann wird es nicht nur frickelig, sondern teilweise auch sehr herausfordernd. Kommt auf die Distribution. Ja. Der Moritz hat damit sehr viel Erfahrung. Ich habe naja, auch bin, sehr viel Erfahrung. Ich habe gerade ein Linux gebootet. Ich bin per Linux hier im Stream dabei. Mhm. Aber er hat, da, weil er per Linux gebootet ist, keine Kamera, denn er könnte die Kamera per USB anstecken. Aber USB und Sony funktioniert unter Linux nicht richtig. Ja, ich hätte hier mehrere Capture-Karten liegen. Weißt du, warum ich diese Kamera nicht verwenden kann heute? Mhm. Weil mir ein Adapter fehlt. Also normalerweise würde er per HDMI reingehen. Na klar. Ja, aber genau. Die Sony-Kameras unterstützen auch USB-Eingang. Aber leider gibt es dieses Suite nicht unter Linux. Aber das funktioniert selbst unter Windows nicht gut. Das weißt du selber. Nee, aber es funktioniert wenigstens überhaupt. Aber halt. Ja, aber es ist halt schwierig. Linux ist deswegen schwierig, weil man wirklich sagen muss: hey, dann gehe ich halt mal rein. Dann weiß ich, ich brauche ein Programm, dann installiere ich mir das Programm. Oh, es läuft nicht, dann muss ich selber rausfinden, warum es nicht läuft. Oh, es wurde compiled auf einer älteren Version von Electron zum Beispiel. Da muss ich runtergraden per Hand oder force downgrade. Und dann bist du teilweise dabei, selbst wenn du Tools nutzt, weil die verschiedene Packages brauchen von verschiedenen Quellen und teilweise in unterschiedlichen Revisionen, dass du manche Sachen dann blacklisten musst. Das heißt, dieses Programm darf nur diese Version von diesem Programm nehmen. Dann sagt er wieder, hey, oh, oh, halt, halt, das eine Package, was ich brauche, die Dependency, die ist schon wieder deprecated und wird nicht geupdatet und dann funktioniert es auf einmal nicht mehr und dann bist du stuck. Und wir gehen gleich mal drauf, dass das ein Riesenproblem ist und ich fange damit, glaube ich, als Thema zu sagen an. Also, ich habe dir mal ein Bild geschickt, was das recht gut zusammenfasst. Warte. Ja, schön, schön, schön. Das ist ein gutes Bild. Warte. Kann ich auch mal zeigen. Das zeige ich, bevor es losgeht. Achtung. So. Und ich wechsle meine Kamera. So. Und das ist der falsche Bildschirm. Und wupp, jetzt gehe ich auf diesen. Danke, faktenbasiert. Danke. Nein, ich würde es nicht unpacked it. Also, das ist eins der schönsten. Das ist eins der schönsten Memes, ne? Und ich, für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, ne? Ich habe ein Virus untergeladen unter Linux. Habe ihn entpackt. Habe ihn versucht, als Admin auszuführen. Hat nicht funktioniert. 2 Stunden gegoogelt. Habe herausgefunden, dass unter dem User-Local-Bin-Verzeichnis der Virus entpackt ist. Und er muss nach User-Bin. Weil er da sonst keine Schreibrechte hat. Also konnte der Virus nicht weitermachen. Andersrum. Habe einen Patch gefunden. Ja. Habe einen Patch gefunden. In der Config und Make. Und habe es neu compiled. Im chinesischen Forum.
Der Virus sagt, er braucht die Library, also die Library, diese hier. Turns out, es wird mit einer anderen geschippt, weil wir CentOS und Ubuntu nicht, ne, nicht gleich funktionieren. Hab wieder Stunden gegoogelt, haben Debian-Package gefunden. Hat Virus ist endlich gestartet, hat Logfiles versucht zu schreiben. Ist gecrashed. Warum? Eine Stunde nachgeschaut, Logfiles, habe ich herausgefunden. Oh, XT4-File-System. Und das ist ein verschlüsselter API. Und der BTFS ist deprecated. Also der BTFS geht nicht, aber unter XT4 wird es gehen. Und der Kernel hat das Ganze bemerkt und hat die Partition lese-only gemacht. Also man versteht, warum das Ganze so... Und das sind normale Dinge. Das ist jetzt nichts Hacker-Technisches. Das ist so der normale Alltagsdöns, in den du läufst bei Linux. Ah... Ja, was LA angeht, die haben natürlich auch, in der Linux kann natürlich mehr Werbe werden, die haben aber auch genug Programmierer, die ihnen den Stuff am Laufen halten. Wir Alltagsmenschen eher nicht. Ding ist, bis was läuft, wird schwierig. Und wenn Updates draußen sind, wird schwierig. Und manchmal ist es eine Frustrennerei. Klar, du kannst manche Sachen schneller arbeiten, aber wer schon mal auf dem Raspberry Pi angefangen hat, zu versuchen, sowas ähnliches wie ein Home Assistant aufzusetzen oder noch viel besser den Magic Mirror, den ich euch mal gezeigt habe und da versucht hat, verschiedene Module zu laden und einzubauen und in das unendliche Update-Trivium reingelaufen ist, der wird wissen, es ist ein bisschen schwierig. Und Linux ist nicht nur im Allgemeinen schwierig, sondern auch im Moment. Denn es wurde jetzt entschieden mit Linus Torvalds zusammen. Der Linux-Kernel bekommt nur noch 2 Jahre Longtime-Support. Was heißt das? Bis jetzt waren es 5 und jetzt wird das Ganze gekürzt auf 2 Jahre. Wieso? Ganz einfach, weil die Leute, sie haben genug Programmierer. Es liegt nicht an den Programmierern, das sei gesagt. Es gibt genug Programmierer, die könnten den Longtime-Support zur älteren Linux-Version gewährleisten. Was es fehlt, ist Tester und Debugger. Denn alles muss getestet und debuggt werden. Jeder Change, jede Änderung und das unter jeder Distro muss getestet werden. Und dann geschaut werden, ob der Kernel funktioniert, welcher Treiber da noch funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, Commits sind, wenn ihr nicht wisst, was Commits sind dann einfach quasi Uploads von gechangedem Code. Und da sie nicht genug Leute haben, die die Qualitätssicherung gewährleisten können, aber einen Überhang an Programmierern, die down Changes reinposten, müssen sie die Longtime-Support droppen, um die Qualität der aktuellen Betriebssysteme zu gewährleisten. Und das würde Stück für Stück durchgefahren, weil es sonst einfach nicht mehr machbar ist. Es sind zu viele Kernel im Umlauf, zu viele mit Support, zu viele mit Sicherheitslücken und Patches und so weiter. Und deswegen werden die RTS-Zeiträume jetzt gekürzt. Ich wollte gerade aber auch sagen, das sind recht viele Kernel, die noch supportet werden. Ja. Hey Yoda, nein, ein CD-ROM-Laufwerk unter Android ist nicht einfach. Da tust du dir leichter, wenn du dieses CD-ROM-Laufwerk in die VM durchreichst einfach. Jetzt out of the box. Ne? Und es ist ja schon sehr, sehr long-term. Microsoft ist auch schon längst beim 2 Jahres. Warum testen Programmierer nicht gegenseitig? Naja, pass auf. Weißt du, wie viele Programmierer es gibt? Es gibt 2000 Leute, die im Moment Changes an den Linux-Kernel weitergeben. 2000 aktive Programmierer, die konstant Updates pushen. Sehr, ne? Und die Leute, die den Code testen, sind nicht mal Freiberufler. Die machen das als Hobby. Das heißt, die machen das nach der Arbeit. Weil so viele Leute können nicht bezahlt werden. Wer zahlt denn an die Linux Foundation das Geld, dass die das machen und dieses kostenlose Betriebssystem weiterentwickeln? Niemand. Das sind alles Enthusiasten, die freiwillig den Kernel weiterpushen und gegentesten. Das ist nicht bezahlbar sonst. Ja, jetzt kommst du an das Problem. Es gibt zu wenig Leute, die ihre Freizeit opfern dafür, Code zu debuggen. Die dann 4, 5 bis 10 Stunden dort sitzen, die Woche mindestens und Code debuggen und für jedes Change drücken. Bis der Code debuggt ist, ist schon wieder ein Update draußen und es muss wieder getestet werden. Die Commits gehen ja rasend schnell. Das sind fast 30.000 Commits im Jahr. Rechne runter, das sind über 12 Stück am Tag, die dann getestet werden müssten. Und das unter verschiedenen Betriebssystemen. Genau. Und hey, freut mich, dass du da bist. Und das Ding ist, wenn du in der Open Source Community bist, dann steht und fällt das Ganze eben mit dem Enthusiasmus und der Lebenszeit von Freiwilligen. Und da das ein bisschen schwieriger ist mittlerweile, müssen sie eben Einschnitte machen, was ich an dieser Stelle völlig verstehen kann, einfach, dass der Linux-Kernel so weiter betrieben werden kann und nicht in die Hände fällt, irgendwann zwangsläufig von irgendeinem Big Greedy Corporation.
Da wird es nämlich darauf auslaufen. Wenn zu wenig freiwillige Leute da sind, die unterstützen, dann wird das Ganze nicht mehr maintained werden können und irgendwer wird es dann versuchen aufzukaufen oder Anteile zu kaufen und dann wird es hässlich. Ja. Wir leben in nicht so einfachen Zeiten. Ne? Ich dachte, ich wollte es euch nochmal einfach weitersagen. Mit euren LTS-Versionen versuchen abzugraden demnächst. Nächstes Ding zu Linux. Wir haben aber auch eine erfreuliche Nachricht. OpenSUSE ist tot. Lang lebe OpenSUSE. Es ist wieder da. Ja, endlich. Mich verbinde da ein bisschen was mit. Mein Einstieg in die Linux-Welt im Jahr 2001. Und ja. Es wurde wieder aufgegriffen und es kommt wieder. Ist nicht tot. Könnt ihr euch gerne durchlesen. ALP ist aber nicht der Successor auf OpenSUSE, so ganz. Ne? Lest euch mal durch. Es ist mehr so eine Fortführung im Geiste. Einfach anschauen, ist schön, dass es trotzdem weitergeführt wird. So, habe ich was vergessen? Okay, hier ist ein Kommentar, den ich nicht gesehen habe. Ist Linux einfach nicht so stark vertreten, weil es mit den Games nicht so einfach ist? Laden und losspielen, zwei Klicks. Der Normale will es einfach haben, es muss funktionieren. Richtig. Und Nerds sind ja nicht die Normalos. Ne? Auch wenn es von uns mehr gibt als früher, gibt es aber auch genug Leute, die uneducated sind. Und nicht nur uneducated in der Hinsicht, dass sie eben kein Interesse daran haben, etwas nicht verstehen, sondern Leute, die etwas nicht verstehen, die drücken einem mittlerweile ihre Meinung rein und haten. Und dieser Hate-Storm, der sich von Casuals ausgeweitet hat auf die Nerd-Community und dieser Backlash, was viele Programmierer und Supporter und immer hin und her bekommen haben, das ist ein Problem, weil man muss ja keinen Hate austeilen, wenn einer was mag und der andere nicht. Da sage ich, hey, ich freue mich, dass du dich darüber freust. Es geht immer mehr verloren mittlerweile. Das ist ein bisschen schwierig und das macht Finanzierung noch teilweise ein bisschen schwierig. Hey, danke schön, Chaos-Maschine. Hab mir 3 Monitore bestellt. Da habe ich mein Setup aktuell komplett. Das würde ich mir auch gern leisten können. Geil, freut mich. Von denen bist du nicht enttäuscht, glaub mir. Das ist richtig cool. 3 von den KDC hat er sich gegönnt. Ja? Damit kann man arbeiten, ne? Krasse Nummer. Jo. Also übrigens, ich sehe von diesen KDC-Links gar nichts. Kein Geld, kein gar nichts. Ne? Erstens habe ich keine Affiliate mit denen, weil die in Fernost liegen und die zahlen eh kein Geld aus. Zweitens gibt es die bei uns auf Amazon und so weiter ja überhaupt nicht. Also das Video hat mir 0 Moneros gebracht. Wollte ich nur mal so. Ist aber halt geil, die Monitore. Kann ich ein gutes und günstiges das Endline ModMic, habe ich jetzt gerade. Also das ist das passabelste, auch was Funkstörungen angeht. Ihr kriegt mich ja immer komplett über Funk rein. Und das ist eins, das bis jetzt noch gar keine Probleme gemacht hat. Pass auf, ich ändere mal die Reihenfolge ein bisschen der Themen, wie ich sie da angegeben hatte, weil ich finde, es passt ganz gut. Weil jemand hat gerade geschrieben, ja, man geht ja extra auf Linux und Bloatware, um den ganzen Belust zu werden. Stimmt. Aber es gibt Bloatware, die ist von Haus auf mit dort. Was heißt das? Bloatware, die von Haus auf mit da ist, nennt sich BIOS. Wieso? Also wir könnten jetzt einen Deep Dive in BIOS machen. Früher war es Phoenix BIOS. Oh, Phoenix ist BIOS ist schlimm. Also es gab eigentlich, gehen wir mal zurück, es gab eigentlich 3 große Hersteller für BIOS, das ist ja. Den einen hat Phoenix aufgekauft, Phoenix so ungefähr bis 2008 und dann gab es Phoenix nicht mehr. AMI und Phoenix haben sich gebattelt, wer die BIOS macht und die wurden überall ausgeliefert. Phoenix wurde meistens auf Laptops ausgeliefert. AMI auf Desktop-Computern. 2 unterschiedliche Firmen, die 2 unterschiedliche Splash-Screens gemacht haben. Und wenn ihr den Namen der Firma wisst, die 2008 aufgekauft wurde, das war das tolle blaue BIOS, das überall angezeigt wurde, dann schreibt es gerne mal hier rein. AMI ist übrigens American Dingsbums. Hab's gerade nicht im Kopf, den ganzen Namen. So, interessant dabei ist, mittlerweile seht ihr bei jedem BIOS unten ein Copyright AMI. Nur noch AMI macht American die BIOS. Irgendwas. Ja, genau. Und das Ding dabei ist, die BIOS sind von Haus auf alle gleich. Die haben nur ein Oberbrand obendrauf. Also es ist immer eingekauft von AMI. Die verdienen sich dumm und dämlich. Weil es jetzt der einzige Platzhirsch ist, der damit arbeiten kann. Interessant ist aber, wenn Hersteller dann ihren Custom-Mumpitz machen, ne? Das BIOS ist Bloatware, mehr weg. Das ist Bloatware, weil eigentlich brauchst du nur einen blauen Screen ohne Clicky Bunti, ohne Lüfter, Q-Fan-Dings. Das ist alles Bloatware. Du bräuchtest nicht mal einen blauen Screen. Das erzeugt alles Interferenz. Ich habe ein Video doch neulich drüber gemacht, über Fan-Control. Und dann haben alle gemeint, nein, stellt man den BIOS ein. Ja, wenn man keine Ahnung hat, macht man das. Das Ding ist, die Fan-Control-Software auf BIOS-Level
ist erstens nicht richtig adaptiv, zweitens wird sie im Windows dann überschrieben von der eigenen Software-Bloatware, die mit installiert wird oder den irgendwelchen anderen Treibern. Und drittens, ganz, ganz, ganz erheblich, ist die dann nicht nachträglich konfigurierbar und steuert die Dinger manchmal falsch an. Weil es einfach auch nur ein implementiertes Ding ist, was nicht geupdatet wird für die Betriebssysteme oder sonstige Controller. Hold it. Und das wird noch ganz interessanter, wenn Microcode geupdatet wird und auf einmal ganz viel Gefussel im BIOS ist. BIOS ist mittlerweile eine Shitshow. Eine Shitshow. Du kannst dein eigenes BIOS umbauen. Mache ich privat. Zeige ich nicht. Werde ich auch nicht zeigen. Ich ziehe mir diesen Schuh nicht an für Leute, die dann ihre Mainboards frecken. Ich hatte im Minidrive, ich hatte ganz viele Kommentare darüber, nur im BIOS. Und es gibt ganz, ganz viel so Gedöns. Und das BIOS ist im Moment die größte Bloatware, weil da halt der meiste Dreck reingepackt wird. Wir können so gerne mal ausholen. Beziehungsweise Patch BIOS haben wir mal im Podcast drüber geredet. Hatten wir auf mal Twitch ist der Sound unsynkt. Kannst du kurz reloaden, Twitch? Moritz, ja. Erzähl weiter. Kann nicht reloaden. Kurz noch sagen. Halt Stopp und Start. Ja, dann Stopp und Start einmal. Genau, da haben wir schon mal im Podcast drüber geredet und meiner Meinung nach ein gutes BIOS hat gar keine Lüfterkurven, Fan-Controller, was auch immer im BIOS. Nee. Ein gutes BIOS hat auch keine Direkt-Internet-Verbindung, Upload oder Werbung, aber das sind wir auch mittlerweile. Wisst ihr, und das wisst ihr wahrscheinlich nicht, aber im Jahr 2004 rum, bis ins Jahr 2008 oder 2009 rum, wurden sehr viele Mainboards mit Express ausgeliefert. Warum? Es gab HDDs, aber noch keine SSDs, so landläufig häufig. Die meisten Leute hatten das noch nicht so. Und Windows, das waren Vista-Zeiten, hat ungefähr bis zu 4 Minuten, 1 bis 4 Minuten Bootzeit gebraucht. Also haben die Hersteller oder spezielle Hersteller einen Vertrag geschlossen mit jemandem, der ein ungebrandetes Linux einfach dedicated hat. Da habt ihr so einen Express-Splash-Screen gesehen, aber ihr habt nie mit der Maus auf das Ding geklickt. Das war ein Mini-Linux, das meistens so 5 Applikationen hatte und Read-Only war. Und das hatte jeder drauf. Wurde auf Millionen Mainboards ausgeliefert und keiner weiß es. Da hatten die PCs von Haus auf direkt ein Linux mit dabei. Das war auf dem Flash on der Chip, auf dem Mainboard und wurde direkt über EMMC geladen. Kein Scherz. Und wenn du USB-Platten oder USB-Sticks angesteckt hast, konntest du sogar Bilder und Videos damit angucken. Da war meistens Skype mit vorinstalliert, eine Flash-Seite für Games, die es dann irgendwann natürlich nicht mehr ging, ein Browser, aber der Browser geht heutzutage nicht mehr, weil er kein HTTPS unterstützt, war ein sehr, sehr gechangedes Firefox. Und sehr, sehr crazy. Also Biotoys ist sehr, sehr crazy. Und warum habe ich jetzt so weit ausgeholt? Weil MSI, nicht nur Coreboot, gibt noch einen anderen Namen dafür. Es gibt mehrere, die das versucht haben, mit verschiedenen Linux-Distributionen direkt integriert. Coreboot ist eher Open Firmware, das ist was anderes. Ja. Der Vater, das war der Vater der Bloatware. An sich gut. An sich. Finde ich. Aber ja, die machen auch nicht alles ganz richtig. Anders heutzutage. Noch aktuell die beste Alternative leider. Heutzutage rühmen sich die Hersteller, hey. Wir machen Auto-Features, AI-Features, dann haben sie es AI-Suite genannt, AI-irgendwas. Und MSI hat auch wieder so ein Auto-OC-Feature. Wir wissen, es hat Probleme gemacht bei AMD, vor allem, weil DOCP nicht problemlos die RAM-Regel takten kann. Klar, weil es nur Probleme macht mit Microcode und Chiplet-Design. Aber das neue Feature ist... Irgendwann zeigt dir dein Render-Server nur noch Help an. Schaut euch das hin. Das ist böse. Und zwar MSI liefert ein Auto-OC von 6,3 GHz auf die 14 oder Intel Core 14er Reihe, Ultra-Reihe. 6,3 GHz ist ein bisschen zu hoch für die P-Cores. Bisschen. Und die machen wenn du es auf Auto lässt, ExpressGate, da hat jemand es gesagt, genau. So, Ding ist, das ist ja nur ein Refresh. Und wir wissen, wir sind knapp bei 5 GHz halbwegs, 5,1, 5,2 gut gelaufen. Aber 6,3 ist zu krass. 6,3 ist zu krass. Und der fährt halt echt hier. Weiß nicht, wie lang das gut geht. 27 Phasen, klar, 105 Ampere können die ziehen, 8-lagiges PCB, was kann schief gehen? Wir sind noch nicht, also Intel ist noch nicht in diesen kleinen Nanometerbereichen vorgedrungen, dass Hitze kein Problem mehr darstellt. Wir wissen, dass die neuere Generation von Nvidia, die 5090, setzt wie AMD auch ein Chiplet-Design, also kein großer Chip mehr, sondern kleine Chips, verbunden mit GDDR7. Die Chipletitieren auch, aber Intel Chipletitiert ja nicht. Das
ist ein kleines Problem, denn ohne Chipletisierung und Nanometer-Kleinermachung und nur Refresh, das wird schief gehen, um es stabil zu kriegen mit dem RAM. Ich kann euch, wenn es euch interessiert, kann ich euch gerne sagen, warum das schief gehen wird. Da wird der Bauer wahrscheinlich noch einiges dazu machen. Also diese, und das ist noch in einer frühen Generation. Die liefern die ja so aus. Ohne BIOS-Update, ohne Microcode-Update für die 14er. Weil ich weiß ganz genau, dass 3-4 Monate nach Release wird es neue BIOS-Revisionen hageln ohne Ende. Aber Leute, die mit dem Ding Stock booten und es geht ins Auto bei 6,3. Erstens, Hitze. Riesiges Problem. Zweitens, VRMs. Riesiges Problem. Das wird unstable ohne Ende werden. Und da hängt es meistens im Standard, also im C2 oder C4 oder C6 State, dann wenn der RAM gebootet wird. Das passiert, ihr kommt gar nicht bis zum A0 oder 99 State, wo die USB-Dinger geladen werden, dass er dann ins, ne? Das, so weit kommt ihr gar nicht. Der hängt sich dann beim Memory Training auf, weil die Pipe macht dicht. Unstable. Das hat mit den ohmschen Widerständen zu tun. Auf den Leitungen, bis Signale ankommen, da liegen dann Widerstände an. Die kann man in der Software immer einstellen, wie hoch der Widerstand sein soll, Speicherwiderstand und so weiter. Damit versucht man, Signalrauschen rauszukriegen, denn je wärmer die Komponenten unterschiedlich und einzeln werden, desto unterschiedliche Signalrauschprofile hast du und Induktionsströme. Und die musst du ja filtern, weil sonst das Signal nicht glatt durchkommt. Oder Fehlerkorrektur machen. Je mehr Fehlerkorrektur, desto langsamer. Und Ticks werden übersprungen und es wird laggy. Da, ne? Feinabstimmung, das kannst du alles mit modernen Mainboards und so weiter machen, musst du aber wissen. Und 99,9% der Leute wissen es nicht. Und ich lese mich da monatlich neu ein. Ich habe mit Moritz, hört euch unseren Podcast an, da haben wir darüber geredet, wo ich dem Moritz verraten habe, erzählt, wie ich herausgefunden habe, wie man den PC Express Redriver einstellt. Hände hoch bei euch, wer überhaupt weiß, was ein PC Express Redriver ist, geschweige denn, wie man einstellt und wozu das Ganze gut ist. Problem ist, eigentlich müsste jeder den anders einstellen. Müsste. Aber es ist auch wieder so ein Pi mal Daumen Ding der Hersteller und Mainboard und du bist immer angewiesen auf das Ja und Arm der Mainboard Hersteller, was euch im BIOS präsentiert. Haben wir einen Affiliate-Link? In jedem Video der letzten drei Videos haben wir einen Affiliate-Link. Also oder der letzten 10 Videos. Aber leider nur für die drei Case King PCs. Wir sind kein offizieller Affiliate. So ein Programm haben die nicht. Also unsere PCs, da kriegen wir zu 2-3%, aber sonst nicht. Sonst kannst du es über Geizhals versuchen, dann zu Case King kaufen. Das geht. Gehst du über einen unserer Geizhals-Links? Schick uns die Bestellnummer, wir schicken Case King eine E-Mail und fragen. Handschuhmeister, danke schön. Provisionen kriegen. Habe ein, welche günstige Mainboard RAM gibt es, wenn ich auf DDR4 gleichwertig wäre? Warte mal. Also alles, was du auf DDR4 machst, ist schneller als der i7 2600. Sogar wahrscheinlich ein i3 wäre schneller. Mittlerweile. Kein Witz. Du bist frei, Wolfgaming. Sobald du auf die DDR4 Generation gehst, und sagen wir mal, du gehst auf die 10er oder 11er Intel Generation, die jetzt fast nichts mehr kostet und dir hinterher geschmissen wird, bist du schneller als jeder i7 2600. Sogar mit dem i3, der nur Quad-Core ist. Wieso? Effizienz, Nanometer-Design und eben der doppelte Durchsatz der Daten von DDR4. Das heißt, was immer du günstig schießen kannst bei eBay, gib dir. Ah, da hat jemand ein Setup und zwar eine 7900 XTX, die ist ganz gut. Ein Ryzen 7950, der ist sehr gut. Der RAM ist gut. Und sonst ist alles auch sehr strong. Ja, guter PC, gefällt mir. Hey K-Dragon, schön, dass du da bist. Jo, also 6,3 GHz wird schief gehen. Wisst ihr, was auch ziemlich schief gegangen ist? Alles, was hier, übrigens, Herrn Solmecke immer unterstützen, ne? WBS Legal, ich gebe euch gleich mal den Link, dass ihr das Ganze nachdenken könnt, oder hier. Worum geht's? Telefonica, Vodafone, Telekom, alle haben Daten illegal an die Schufa weitergegeben. Ich mache gerade auch meinen Check. Und zwar über Handyvertragsdaten und so weiter. Die haben alles einfach mal weitergegeben, ob jemand kredibel ist oder nicht. Und das dürfen sie nicht einfach so weitergeben, ohne die Leute zu informieren. Heißt, für euch könnten 5.000 Euro anstehen, wenn es euch betrifft. Mal easy machen, oder? Einfach mal reingefeuert, weil die haben natürlich mal wieder einfach alles weitergegeben. An ein privates, nicht staatliches Unternehmen, das gar nicht die Rechte dazu hat. Ich schaue euch an. Dass es euch immer noch geben darf, ist eine Frechheit. Aber da reden wir nicht drüber. Bisschen wenig RAM beim PC, stimmt. Stimmt, hast du absolut recht, Bits. Deswegen, ich sag's auch immer, mehr RAM immer besser. Mehr RAM immer besser. Ich selber fahre ja 256 GB RAM.
drunter geht ja gar nicht, weil hier, ich idle hier mit OBS bei schon 32 GB einfach so rum. Ja, also da braucht man schon ein bisschen was lohnt. Aber hier, schaut mal nach für euch. Weil Schufa, den müssen wir mal so richtig ans Bein pissen. Schwarze, eine unauffällige schwarze Plastiktüte. Hab gerade einen Link gesehen. Ah, bei dir ruckelt der Stream, Wolf Gaming. Ruckelt er bei anderen Leuten auch? Oder ist eben die Qualität zu hoch, weil wir eine zu hohe Bitrate ausliefern? Dann geh vielleicht mal auf 720p runter. So, kannst du mir ein Mainboard empfehlen für eine Socke? 1700. Ein Nein, 13,9K bis 100. Pfft. Passe Vengeance, pass auf. Wenn der RAM, Hochtaktung, nein. Mehr Geld. Es klingt jetzt blöd, mehr Geld. Wir können das mal hier schnell live machen. Du hast ein Problem eben mit den VRM-Stages auf dem Sockel 1700. Das heißt, wenn du da kaufen willst, wir gehen mal dahin, nicht, also ich empfehle nicht, ne, es geht hier nicht um das zu kaufen, bitte nicht. Ne? Es ging jetzt nur um Sockel 1700 und da gehen wir mal auf die Mainboards und ist der billigste Anbieter, aber sehr schwierig zu betrachten, habe ich jetzt laut gesagt, das ist meine eigene Erfahrung. So, und du wirst wahrscheinlich DDR4 oder 5, wahrscheinlich 5 wirst du haben. Schätz mal DDR5. Schau mal, du hast nur hohe Preise. Warum? Weil die Dinger mittlerweile so viel kosten und mehrlagig sind. Du solltest nicht auf die B-Chip-Sätze gehen. Nee. Die B-Chip-Sätze sind ein riesiges Problem und auch diese ganzen Secondary, alles immer Z oder X. Wenn du was anderes nimmst, kriegst du deinen RAM nicht stabil. B, nicht machen. Die haben weniger Spannungswandlung, die haben schlecht. DDR4, okay. Dann gehen wir zurück auf DDR4. Die sind schlechter. Die sind für die Leute da, die kein Gaming betreiben. Deshalb sind die auch günstig. Früher haben die immer so 30, 40 Euro gekostet. Und die Gaming-Dinger so 90. Ja, so alt bin ich. Ein Gaming-Mainboard, das scheiße teuer war, hat 90 Euro gekostet. Und die CPU 100. Das war super viel. Was du machen kannst, Z690 wäre in Ordnung. Z600, wenn du das so kriegst, ich meine, ich weiß nicht, wie der Preis bei anderen Dingern ist, aber so ein Z ist zwar MSI. Vielleicht gibt es noch eine Alternative. Ach, die listen ja keine ASUS, stimmt, die dürfen ja nicht. Vergesse ich immer. Stimmt, da war so. Was. Ja, ja, sowas. Sowas würde ich nehmen. Damit bist du stabil, aber ASRock auch gut. ASRock, wieso sage ich es nicht gleich ASRock? Wenn du mit dem Mainboard und mit dem Stuff sicher sein willst, dann wird auch gut. Wie haben wir denn? 204, ja, du musst so... Geizhals sagt, wenn es mit dem Mini auskommst, hier. So. Ja, ich habe es nicht gescheit gelesen, sorry, Manuel. Wenn das Mainboard BIOS unterstützt wird und dann noch ein GFT. Ich habe 256 GB DDR4. 2010 war ein richtig geniales, aber günstiger. Ja, 2010 war günstig. Warum probiert man freiwillig sowas wie Gönnergy? Habe ich auch noch nicht probiert. Genau, oder den Dirty. Alles nur Zuckerwasser mit Ekelgeschmack. Und funktioniert finanztechnisch, ne? Weil du nutzt die Reichweite eines Influencers, um Sachen zu verkaufen. Funktioniert immer. Außer bei uns. Ja, außer bei uns. Wieso funktioniert es bei uns nicht? Ach ja, weil ich nicht Riesengeld damit machen will und Leute abzock, sondern ehrliche, günstige Produkte raushauen will. Ah, da war was. Das ist der Fehler. Und es ist kein Zuckerwasser. Und es ist kein Zuckerwasser, stimmt. Ich müsste Zuckerwasser dazu verkaufen. Sonntag kommt die neue Podcast-Folge. Ja. Was sagst du zum ASUS Pro WS? Zuckerwasser schütten. So, 680 WS. Kannst du machen. Ich habe selber ein Workstation-Board, aber du weißt, dass die Workstation-Boards so um die 500 Euro kosten, ne? Ich sag nur. Wenn du es hast, mach. Ich habe nur Workstation-Boards. Stabil bis zum geht nicht mehr. Halten jegliche Überspannung und alles aus. Bringt ein Energy raus, warum? Was bringt das? Das ist Schlangenöl. Wichtiger ist die Funktionsumfang. Nee, das macht Herzrhythmus für uns. Richtig. Wir vergiften uns doch alle jeden Tag ein kleines bisschen. Phenom, oh, ich hab die Phenom gehasst. Mach doch Werbung für Kaffee, aber dann nehme ich doch Peter McKinnon seine Lebensdaseinsberechtigung weg.
Okay, jetzt werden sich die Leute wahrscheinlich fragen, wer Peter McKinnon ist. Ja, Network Chuck. Network Chuck ist, glaube ich, in der Community ein bisschen relevanter. Wahrscheinlich eher. Hier, nächstes Thema. Müssen wir kurz, ganz kurz drüber reden. Wir hatten so viele Daten, nichts bei Microsoft. Und das hier ist wichtig. Die AI Researcher. Na? Es gab ein Incident beim AI GitHub von Microsoft. Ja. Wo einfach mal 30.000 interne Nachrichten geleakt wurden. Es ist kein GitHub, es ist ein Es geht ums GitHub Repository, ja. Pass auf. Wichtig dabei, was ihr eigentlich wissen müsst, ist, dass das private Daten sind. Das sind 38 Terabyte, was sacken viel ist. Sacken viel, wieder mal Azure, wie immer Azure. Azure ist das böse Pferd da. Und sie haben es halt einfach rausgeleakt, ne, die Mitarbeiter. Und da kann man hier auch mal schon reinlesen. Aha. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Linux Backup, Boosters, Blackbox Smoothing. Das ist richtig, richtig schlecht. Passwort. Pubs und JSONs und private Nachrichten. Oh, I'm doing well. Hier ist mein Passwort zur die Privattelefonnummer von Bill Gates. Nicht. Sorry, dass ich mich so aufreg, ne? Und auch hier Checkpoint-Files. AI-Checkpoints und Pickle-Files. Schwierig. Alex, die Firma, normal denkt man, okay, wenn sowas passiert, der User hat scheiße geworden, hat sich verklickt. Wenn du aus Versehen irgendeinen OneDrive-Ordner public machst. Aber dass die Firma ihr eigenes Produkt nicht unter Kontrolle hat, dass sie falsch klicken und dann die Berechtigung falsch setzen und dann hast du das public. Wie? Aber ich habe auf einer anderen Seite was sehr Interessantes, was sehr Witziges gelesen. Ich habe nur jetzt die Source dazu gerade nicht mehr. Und zwar, man kann davon ausgehen, dass nicht viel von diesen Daten wirklich an die Öffentlichkeit gelangt ist oder runtergeladen wurde. Weil OneDrive so langsam ist. Es kann niemand diese 38 Terabyte heruntergeladen haben. Hans Schulmacher, wenn du mir deine Seitenteil schickst, dann mache ich dir gern unser Logo drauf. Ich laser es dir drauf. Ich möchte nochmal hier betonen. SAS-Token-URL. Schwierig. Weißt du wieso? Da sind AI-Trainingsdinger dabei. Diese Checkpoint-Files und Pickle-Files mögen euch nicht sagen, aber ich bin gerade ziemlich tief in dem AI drin. Und in diesen Checkpoint-Files, die geleakt wurden, die könnten Microsoft den Kragen umdrehen. Denn, was wichtig ist, ganz wichtig, du weißt nicht, womit Microsoft Bart trainiert. Es könnte sein, dass die wie alle, Microsoft AI, OpenAI, ne? Du weißt nicht, womit die trainiert wird. Und das ist jetzt ganz. In dem Fall Copilot. Achtung, zuhören. Es kann sein, dass da eure Nacktbilder, die irgendwo mal an der Dropbox gelegen haben, damit drin sind, in diesem Modell. Kein Witz. Oder dass die Daten von Facebook gekauft haben, weil sobald du über WhatsApp ein Bild schickst, dann gehört es Facebook und so weiter. Es kann sein, dass die illegalen Daten hier mit drin sind, weil sie sind ja nicht zur Veröffentlichung oder so freigegeben, sondern die gehören denen dann indirekt über Umwege und die nutzen sie zum Trainieren dieser Modelle, die intern sind, nicht öffentlich. Heißt, die benutzen, und wenn sobald die dann geleakt werden, heißt es, sie hätten eure DSGVO verletzt. Jetzt sind die geleakt. Und in diesen Checkpoints kann sehr viel entdeckt werden. Ob es jetzt die OnlyFans-Leaks sind oder ob es die Privatbilder von Donald Trump sind. Da kann alles drin sein. Man weiß es nicht, weil sie geben ja keine Rechenschaft. Sie trainieren auf dem, was sie gerade finden und wollen. Vorsicht. Super gefährlich, super schwierig. Und, ja, das will niemand sehen, aber damit kann das Modell trainiert sein. Und jetzt kann sich jeder runterladen und es herausfinden, was da drin steckt. Jetzt wird es sogar noch spannender. Ihr kennt die Firma hinter TikTok, oder? Die Firma hinter TikTok, die arbeitet. Ja, ByteDance. Die haben einen Bot, der heißt ByteSpider. Es gibt mehrere Internet-YouTuber, die ihr Bandwidth-Traffic-Limit auf einmal erreicht haben, aus dem Nichts. Weil. Ja, aber es ist nicht nur er. Ich habe viele Kommentare drunter gelesen, dass es ihnen ähnlich ergangen sind. Passt auf eure Webseiten auf. Denn ByteDance hat diesen Bot angesetzt, der nicht normal ist. Jeder Bot sagt mal auf der Website zum Indexieren, hallo, ist normal, ne, zum Listen. Aber ByteDance sammelt gerade AI-Modellinformationsdaten. Das heißt, dieser Bot geht auf jede Seite und sehr häufig und dauernd scrobbelt er alle Files, die er kriegen kann. Wie eine Datenkrake, der schnappt sich alles. Auch bei uns, überall. Der schnappt sich alles, was er kriegen kann.
der muss geblockt werden, weil sonst ihr zahlt ja für Traffic. Der braucht jeden Traffic auf. Und das ist den Chinesen natürlich egal. Warum machen sie das? Weil sie alle Daten haben wollen, wissen es macht und das, damit füttern sie irgendwelche AI-Dinger für die Weltherrschaft. Kannst nichts machen. Deutsches Recht gilt nicht in Chinolesien. Und den Puh interessiert das auch nicht. Und die werden wahrscheinlich sogar so finanziert. Darf man nicht vergessen, die werden wahrscheinlich so finanziert. Direkt für die Crawler und für die Hacker und so weiter. Gefährlich. Und die haben mal in Deutschland wird blockiert. Fertig. Mhm. Jede Webseite kann gehackt werden, alles kann gehackt werden. Aber was sie machen, sie spammen halt zu und ziehen alles runter, was sie indexieren, die komplette Dateistruktur und alles, was nicht gesperrt ist, ziehen sie sich. Und das ist, ob du es nutzt oder nicht, ist egal. Selbst wenn dein Android im Internet erreichbar ist, und zwar nur die Weboberfläche, die scrollen bei der IP random vorbei und indexieren deine Frontpage. Selbst wenn es nur ein für die gebrandetes Logo ist oder so, das erscheint und die Login-Maske. Kein Witz. Und dann holen sie sich auf einfach meine geheimen Super-Mega-Notfall-Memes für die harten Zeiten, die ich extra weggestort habe. Ne? Sollte man sein Unreal imposen sowieso nicht. Entweder Nginx Reverse Proxy oder du weißt, was du tust. Aber niemals freigeben, einfach so irgendwas ins Netz. Ja, Mini-Driver, solange du kein OneDrive nutzt, kein Facebook, kein WhatsApp, Instagram, irgendeine Social-Plattform, völlig egal, MySpace, YouTube, alles wird indexiert, was geklickt werden kann. Und dieser Bytebot macht es sehr effizient und sehr radikal, ist einer der gemeinsten. Ja, das geht eben so. Ist halt in Deutschland Pflicht. Viele übrigens Unternehmen, die in Deutschland agieren, haben gar kein Impressum, habe ich neulich erstmal wieder durchgedingst, was illegal eigentlich alles ist. Gehen wir von der AI-Sache zur nächsten AI-Sache, denn die wird euch nicht gefallen. Und zwar BART, die AI von Google, steckt überall drin jetzt. In Gmail, in Drive, in YouTube und so weiter. Ob ihr wollt oder nicht. Für die nächste Info bitte im Kopf behalten. Googles Chatbot, die AI, steckt überall drin. Heißt, alle Nachrichten von euch, alles in Gmail. Ne? Android-Phone und so weiter. Alles, was Drive, YouTube und so weiter. Direkt abgreifbar, gecrawled, indexiert, Modell. Mehr muss ich nicht sagen. Ist drin. Wird indexiert, wird dieses BART-Ding auslesen, ob du willst oder nicht, oder ob du Nein gesagt hast oder nicht. Das interessiert die Firma nicht. Und jetzt gehen wir gleich vom Nächsten. Google indexiert alles und schnappt sich alles. Und Moritz hat mir vorhin den Link nochmal gegeben. In den UK ist jetzt die Safety Bill durch. So, was ist das? Das heißt, gegen Kinderschändung und überhaupt Schändung und Gemeinheit muss jetzt jede Firma dafür sorgen, dass solcher Inhalt nicht da ist. Der muss gefiltert werden. Wie ein Netzfilter. Aber auch die Entschlüsselung muss gebrochen werden und es muss die Möglichkeit geben, Nachrichten zu encrypten. Also, UK passes das Recht, alles eure Sachen durchsuchen zu können, was Google Bard dann sowieso schon macht und ByteDance aus dem TikTok-Land auch. Habe ich die Quintessenz so gut rübergebracht, Moritz? Er ist weg. Also, das ist ein Problem. Was hast du gefragt? Ja, Wolfgaming, die sind da drin, aber die werden dann trotzdem jetzt gecrawled. Bart hat sie schon längst indexiert. Und wenn du richtig anfragen könntest, diesen Chatbot, dann würdest du deine Nachrichten wahrscheinlich da drin auch wieder finden. So funktioniert nämlich dieses Chatbot-System. Da wurden sogar in den OpenAI-Dingern und so weiter einzelne Fotos von einzelnen Personen gefunden. Hey, Fam ist ein bisschen müde. So, und das ist ein Problem, denn die UK, also England, die jetzt ja nicht mehr hier im EU-Raum und eigene Regelungen und so weiter, die sagen jetzt, das muss alles scrobbelbar sein. Das wird natürlich auch an die Geheimdienste weitergegeben und so weiter und jeden das haben will, weil Daten verkaufen macht das meiste Geld. Das heißt, es muss alles knackbar sein. Jede Verschlüsselung, jedes Ding. Und BART macht das sowieso und ihr Bytebot da drüben auch. Also jeder holt sich die Daten von euch, wie er will. Und eure persönlichen Rechte sind eh gerapert. Und es gibt keine Sicherheit und ihr könnt euch nirgends verstecken, außer Einsiedler. Das heißt, jetzt ist endgültig der Punkt angelangt, womit man damit einfach umgehen muss. Mir zum Beispiel, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, soll doch jeder wissen, ist mir wurscht. Hab keine Geheimnisse. Ob es den anderen schmeckt, weiß ich nicht, aber ist mir auch egal. Deswegen, und Werbung hat bei mir noch nie funktioniert, dafür bin ich zu Hause. Danke für den Sub.
Deswegen, ich wollte einfach mal sagen, wir müssen uns langsam von der Idee verabschieden, dass wir so viel Privatsphäre für uns haben. Dann halt lieber mal alles ausmachen. Das ist genauso wie wenn du sagst, Ansprechwort Google und er so, ich kann dir leider nicht antworten, das Mikrofon ist aus. Radar. Ja? Was ist schlecht an deinem B-Mainboard für Gamer? Na, wenn du takten willst, wenn du Auto-OC willst, wenn du ein bisschen mehr willst als Standard-Langsam-Takt. Und für Gamer willst du den RAM natürlich höher takten und ein bisschen optimieren, dass es fluffig läuft. Deshalb ist B schlecht. Lag? Haben wir starkes Lag? Moritz? Nee, da lagt nix. Hier ist alles flüssig. Stefan Coin, habt ihr, was ich zu euch gesendet habe? Ja, das habe ich. Du bist es! Herzlichen Dank, Stefan. Herzlichen Dank. Und übrigens, danke für den Sub. Herzlichen Dank. Sehr mega geiles Paket. Der Community-PC wird immer, wenn endlich die Grafikkarten da sind. Es sind noch keine Grafikkarten da. Aber ich gehe da auch drauf ein dann. Mega geiles Paket. Herzlichen Dank. Super gut. Super gut. Später, wenn wir noch Zeit haben, zeige ich vielleicht auch was davon. Ah. Jemand hat Cyberpunk installiert? Ich weiß es nicht. Ja, hier sieht alles gut aus. Von der Server ist auch noch. Cyberpunk sollte auch super schnell sein. Hat er auf 99% Auslastung. To view yourself, bitte sei ein Uber-Entscheid, genau. Welche In-Ear sind das, die du trägst? Sind auch Gaming an. Die sind immer noch die Anker. Ja, kein Scheiß, diese Noise-Canceling-Anker, die ich da hatte für Video-Integration. Habe ich da ein ganzes Video gemacht in Integration? Ich weiß es nicht. Ich liebe die Dinger. Sie sind bequem, stört mich nicht und die Noise Reduction klingt gut. Habe ich übrigens, habe ich komplett durchgetestet, wie das mit Noise Reduction ist, sodass die da besser klingen. Ne, das waren die On-Ears. Die In-Ears habe ich, glaube ich, nur gefeatured in der Integration. Sind gute Dinge. Ich würde am liebsten den Stecker ziehen, aber dann, ja, Internet ist so ein Thema für sich. Hast du mal einen neuen Link, Reuters? Ah ja, ich mach mal, ich habe mehr Links. Ich habe mehr Links für mehr Themen. Chemiekeule, genau, dankeschön. Danke dir nochmal. Sehr, sehr geil. Hier, neuer Link, neues Thema. EU-Strafe kommt teilweise doch. Ja, für Intel ist das ein Happen. 376 Millionen Euro, das ist für die gar nichts. Das ist so wie wenn wir uns einen Döner kaufen. Interessiert keine Wurst. Wettbewerbsverzerrung, weil sie natürlich versucht haben, die Kompetitoren zu diffamieren und so weiter und auf ihre Seite zu ziehen. Schwierig. Die machen alle solche. Die Strafen sind einkalkuliert. Denen ist doch wurscht, wenn sie da was übertreten. Genauso wie es OpenAI einen anderen wurscht ist, wenn sie da Persönlichkeitsrechte verletzen. Die Strafen, die Vertragsstrafen und so weiter sind eingepreist. Wisst ihr, das machen auch Schandblätter oder Schundblätter so. Wenn die da schreiben, Präsident Biden hat einen andersfarbigen gemeucholiert. Das könnten die einfach schreiben. Interessiert die nicht. Dann kommt dann eine, das war eine Ente, hier 20.000 Strafe zahlen. Ja, aber der Gewinn der verkauften Zeitschriften ist größer als... Und der Blog-Dinger, also ist das schon eingepreist, dass da Klagen kommen. Die werden einfach Portokasse, Steuer absetzen und was auch immer. Man hört mich nicht. Wie, man hört mich nicht? Robert, was tust du? Ja, man hört dich noch, doch. Du bist noch da. Okay. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kennt ihr jemanden den Kombi Vulkan Python Pygame? Nein, leider nicht. Sie sind offenbar nicht in der Lage, die Daten effizient zu reduzieren und die Dinge auf die Schmerzen sowie einfach Leute und solchen. Ja, Tessie Rex, pass auf, ganz einfach. Wenn du AI trainierst, dann nimmst du irgendein random Zeugs. Wenn jemand ein Bild repostet, editiert und wieder hochlädt, dann weißt du nicht, wann das ursprüngliche Originaldatum ist. In Zeiten des Internets sind Original- oder Bestimmungen von Zeiten und Verfallsdaten kaum möglich. Und jetzt wird es noch schwieriger. Wenn jemand, sagen wir, jemand nimmt einen Text von einer Homepage und dieser Text ist jetzt von der privaten Seite, haut ihn in ChatGPT und schreibt rein, bitte schreib mir den um oder rephrasiere ihn. Wird er rephrasiert und du repostest das Ganze. Dann wird das indiziert und gecrawlt. Heißt aber auch, an wen zählt jetzt das Urheberrecht? Die Person, die es geschrieben hat, die dies verändert und regepostet hat oder zählt es nur für den Repost? Und wenn das jetzt wieder von der AI gecrawlt wird, um zu lernen von sich selber, was es ja geschrieben hat und dann gepostet wurde, weil so wird es ja Kopie von einer Kopie von einer Kopie, wird der Content ja auch wieder von der AI indexiert. Wo landen wir dann? Ist es überhaupt noch sinngemäß, auf geistiges Eigentum Urheberrecht haben zu können im Internet, wenn es AIs gibt?
Das sind alles Fragen, auf die wir nicht vorbereitet sind. Ab wann sollte Wissen immer Allgemeingut sein oder nicht? Woher hast du den Color Grade natürlich selbst gemacht? Ich Color Grade seit 2016, denn ich bin ausgebildeter Bildmischer, Regie und Cutter und halt das ganz gut aus. Wir sind so im Eimer. Ja, also ja, wenn man sich drüber nachdenkt, sind wir komplett schon längst. Wir sind schon längst über die Schwelle, wir sind im Eimer hinweg. Wir sind und wissen es noch nicht. Und es dauert uns gerade viel zu lange, um es zu merken. Weil die ganzen Sachen sind schon gelaufen, bevor wir davon überhaupt mitbekommen. Und das ist die Realität. Das ist wie immer so. We're screwed and we didn't know it until it's far, far too late. Und wir Deutschen mit unseren Gesetzen kommen da sowieso nicht hinterher. Als Erfinder der Sprache, oh, das wird interessant, wenn man auf Sprachursprung geht. Da könnte ich auch einen Exkurs machen. Sprache ist ein sehr, sehr interessant. Ja, Wolfgaming, das ist der Trick. Jeder macht dir glauben, dass es möglich ist, Privatsphäre zu haben. Wie? Jetzt, wo Ämter mittlerweile immer mehr miteinander verknüpft sind, Finanzämter und Dings und viele Anträge machst du online auch. Steuer oder Steuersoftware, solche Sachen werden ja auch online gemacht. Und auch da gibt es Datenlecks oder Datenleaks. Oder weißt du, ob jetzt die Viso-Firma nicht mit irgendjemandem eine Hinterhandabmachung hat mit der China-Firma XY, dass Daten weitergegeben werden können oder Cookies verkauft werden. Das ist jetzt nur postuliert, das ist nicht so natürlich. Das ist einfach nur so mal den Worst Case gezaubert. Woher weißt du, welche Firma wie sich ein Seitnebenbrot verdient, indem sie ihre Daten einfach weiterverkaufen? Oder sie gehackt werden oder geleakt. Und wenn die dann gehackt werden, dann wandern die gehackten Daten ja auch wieder irgendwo hin und werden indexiert, gecrawlt und verlistet. Und wir hatten Milliarden an Hacks, ne? Die ganzen LastPass-Hacks, die Azure Cloud-Hacks, da kannst du durchgehen, die Dropbox-Leaks. Alles wurde zwischenzeitlich geleakt und gehackt schon. Auch Google Mail. Warum wurdest du bei mir durch Werbung gerade unterbrochen, mitten im Stream? Keine Ahnung, weil YouTube denkt, das ist gut so. Nee, Twitch in dem Fall. Twitch schaltet alle halbe Stunde Werbung, wenn wir nichts gegen machen. Wir können es dreimal für, ich glaube, 10 Minuten verhindern. Aber dann kommt Werbung. Da kann man rechtlich gesehen musst du in Deutschland immer greifbar sein, solange du eine Online-Präsenz hast, sonst wird es sehr teuer für dich. Also immer klar Sachen angeben. Welchen Artikel? Ah, zum Reuter. Ja, klar. Warte, mache ich. Muss ich ja nur hier. Hier ist der Reuter-Artikel von. Übrigens, Reuters kann man auch nicht hundertprozentig vertrauen, ne? Auch eine bezahlte gekaufte. Aber das ist eine ganz andere Nummer. Da kauft jeder seine Nachrichten ein. So. Nehmen wir mal was Kurioses noch mit rein. Wenn ihr euren PC 8 Jahre nicht sauber macht. Und dann doch. Also erstmal, man sollte einen PC 8 Jahre nicht unverändert im Betrieb haben, weil der ist Asbach uralt. Schön, dass er noch läuft, aber der wird dir nichts mehr reißen in Starfield. Auf der anderen Seite. Holy cow. Denn Staub im Rechner, kein Problem. Aber die Menge des Staubs definiert, wie sauber du deinen Raum hältst. Denn das da das sind sackenweise tote Hautzellen. Das sieht nicht nach normalem Hausstaub aus. Das sieht statisch aus, so wie das da drauf liegt. Naja, wenn du 8 Jahre hast, dann passt es schon. Da ist immer so eine gewisse Statik drin. Ja, aber so feiner Staub. Ja, schon. Das ist Milben- und Hausstaub. Und das ist jemand, der hat seine Bude oder Raucherstaub. Kann natürlich auch sein, aber dafür ist es zu wenig vergilbt, jetzt jedenfalls auf dem Foto. Und das ist ein indirektes Indiz dafür, wie sauber jemand seine Bude hält oder ob er überhaupt noch Staub wischt. Und das ist ja dieser Indikator übrigens, ne? Und ich habe das nur mal als Abschreckbeispiel rausgeholt, weil dieser Indikator dafür zeigt, wie ungesund die Luft ist. Direkt wie ungesund, weil das ist ungesund einzuatmen. Ne? Nicht nur Hausstauballergien, die gefährlich sind, sondern auch die Bakterien und Viren, die da drin sind in dem Milieu. Also Alex, sehr staubig. Es wäre auch ungesund, einen sauberen Rechner einzuatmen. Nein, es ging jetzt um die Luft, nicht den Rechner. Ah, I hate him. Aber ja, der Typ halt echt, ne? Das ist so cool. Dafür habe ich keine Worte, ne? Ich mache ja nur wegen der Luft und wegen Bronchialkrankheiten, weil du bist jetzt noch mehr, ne? Wer Covid hinter sich hatte, weiß es, man bindet noch mehr Bronchialkrankheiten an. Feingehackter Hausstaub. Ja, der kommt gut. Der knallt. Hier, Modems hat mir noch nicht gezeigt, auch sehr interessant. Apple schafft es nicht, ein eigenes Modem zu bauen? Auch gefragt, was ist denn da los?
Aber da habe ich mir das so durchgelesen und dachte, okay, es gibt natürlich Gründe, ne, warum die Sachen noch einkaufen, ne? Aber Apple stellt sich immer als so großartig und so toll dar, dann schaffen sie es nicht, ein eigenes 5G-Modem zu bauen ins Handy. Fand ich eher kurios, ne? Und davon kriegt man auch nichts mit, ne? Natürlich, sie wollen verhindern, dass allein wegen dem H-Sensor, ne? Wer Bruce Rossmann kennt, der weiß, die wollen alles verhindern, dass es repariert wird und so. Auch Hochgeschwindigkeit auf den neuen, ihr wisst schon, dass die neuen iPhones 15 zwar USB-C haben, aber USB 2.0 Speed, ne? Ist gecapped auf USB 2.0 Speed, also Lightning Speed. Ihr bekommt keine USB-C Performance, ihr habt zwar ein... Kauft ihr habt zwar ein C-Kabel, aber 2.0. Hm? Kauft Apple nicht nur... Was? Kauft Apple es von Samsung ein? Zum Teil, ja. Zum Teil. Okay. Also das ist wild, zum Teil. Die machen dann noch ihren eigenen Shenanigans mit dazu, aber das ist halt so wild. Ja, es sind Obermeme-Lords. Die Leute, jetzt erstmal wieder Mr. Who's the Boss, der es gehypt hat. MKBHD, der jetzt auch gemeint, oh, das ist echt, das ist eine Fortentwicklung. Blas den doch bitte kein Zucker an. Schlimmer als Nvidia. Gerade schlimmste große Tech-Company überhaupt. I did never own. Ich mache jetzt no disclaimer. Ich habe jetzt ein Video, das geht über Powerbanks und Strom und USB-Kabel. Ja, kein Scheiß. Wegen iPhone 15 Release, und da habe ich jetzt ein Video gedreht. Das geht über USB-Kabel und iPhone 15. Und es gibt einen Grund, warum ich persönlich noch kein Apple iProdukt jemals gekauft habe. Ich habe keins, ich besitze keins, hatte nie eins. Also nicht, das ist nicht mal eine Geldfrage. Und einige der Firmen, die uns anschreiben, um was zu testen, willst du es testen? Ich so, ja, sorry, leider habe ich kein iPhone. Und ich gebe ich immer als, nee, kein iPhone. Wir haben kein iPhone. Gebe ich immer direkt zurück. Diese Review-Partner schreiben uns dann auch nicht mehr an. Also theoretisch oder Sponsor-Partner. Sehr interessant. Und es wird sowieso interessant, wenn die Akkus austauschbar sein müssen, aber... X3D lohnt sich immer. 3D-Cache eliminiert Mikroruckler, Rubberbanding, eliminiert ein Problem der Datenübertragung zwischen VRAM, der Grafikkarte, und CPU, 3D... Gott, Gold. Immer den X3D nehmen. Ich würde sogar ein 5900X 3D dem 7900X ohne 3D vorziehen. Einfach weil es hilft viel mehr. Du bist heute zur Stimme, Moritz. Codest du nebenbei oder was machst du? Ja, ich baue nebenbei ein bisschen rum. Hm? Wieso, was brauchst du von mir? ich dachte mir, wenn ich die Kamera schon nicht aktiv habe, dann kann ich Zeit sinnvoll nutzen. Also Intel, hier übrigens hier nochmal ein Artikel zu den neuen Socket oder Chips. AMD ist da natürlich immer. Aber weil ich es vor den Kabeln gehabt habe, muss ich gerade rüber. Wolfgang, natürlich habe ich Impressum. In der Kanalbeschreibung steht natürlich eins als Link Impressum. Das ist ein eigener Tab zum Link, der es auf das Impressum unserer Homepage führt. Und der führt direkt zu meinem Haus. Und das ist komplett mit über 12 Kameras im Außenbereich Video überwacht. Das heißt, jeder darf gerne... Shenanigans dann versuchen, ich werde mit aller Gewalt meine Videoaufzeichnungsfähigkeiten, AI-Technologie, Smart Home und Home Assistant und Frygate durchgreifen. Vor allem als auch Firmensitz. Dafür habe ich zum Glück so eine private und Firmenrechtsschutz mit hohen Summen. Ich bin typisch Deutscher, ne? Was meine Privatsphäre-Intrusion betrifft. Wir sehen uns vor Gericht, wie Alligator sagt. Also ich erstatte bei allem gleich direkt Anzeige, instant, ne? Und wenn du fragst, ob ich testen darf, faktenbasiert, dann werde ich doch gleich mal schauen, ob ich irgendwie deine IP-Log schon mal vorsafen kann. Wie viel Strom ziehen? Die kommt immer drauf an. Manche haben Solarakkus, manche ziehen so 6 Watt. Es kommt immer drauf an. Und welche Updates ich mache und so weiter. Also so solche Cams ziehen kaum Strom. Außer du wirst jetzt Realtime immer ununterbrochen RTSP oder so machen. Ich würde es nicht versuchen wollen an eurer Stelle. Weil ich bin da sehr ungehalten. Ich zeige euch mal was. So. Einfach vorbeifahren in die Kamera gehen und wieder. Übrigens, ich arbeite an solchen Nerf-Gun-Selbstschussanlagen. Mein Property.
Danke, ich bin ja auch an der Stelle. Dankeschön für den Like. Übrigens, ich habe so ein Kabel. Ich besitze ein iPhone 5 USB-C-Kabel. Wollt ihr darüber was wissen? Oder aufs Video warten? Wenn ein EMP zuschlägt, dann sind wir alle in der Steinzeit. Dann wird es erstmal darum gehen, wer hat überhaupt Waffen im Haus. Zum Glück ist meine Frau Jägerin. Ja, wir haben fetten Safe, aber musst du auch, ne? Wenn du Jagdgewehre hast im Haus, ist so, und vor allem mit Kindern mit Jagdgewehren. EMP zuschlägt. Meinst du jetzt hier so einen auf Sonnensturm, alle Trafos explodieren, alles ist kaputt? Dann ist alles hier. Dann ist alles hier. Ja, natürlich habe ich Warn. Dieses Property wird videoüberwacht. Sogar die Straße vorm Haus gehört mir. Ist mein Grundstück. Das heißt, auch die Zufahrtsstraße zum Haus ist meins. Und auch die ist videoüberwacht. Das heißt, sobald du vom Gehsteig überhaupt nur so ein bisschen auf meine Straße kommst, bist du im Blick. Und überall Schilder, die das auch deklarieren. Ja, die Postboten lachen da immer drüber. Anlage. Nee, dafür habe ich meine Frau. Die muss ich nur kurz rausklingeln. Aber das, ne, die Jägerin macht es schon. Wie hoch ist die Datenmenge für die Videoaufzeichnung? Naja, ich habe jetzt dafür ein eigenes WLAN, VLAN-WLAN, ne, mit eigenem Access Point. Da gehen schon mal so zu 20, 30 im Bit durch. Ja. Doch, der ist ganz nett. Den Postboten mag ich. Vielleicht schaut er auch mal im Stream zu. Dann Grüße gehen raus. Ist ein super netter Kerl. Warte mal, hab ein Messer. Geht das als Waffe durch eine kaputte Airsoft, wo man leider sieht, dass es eine ist, weil Billigware auf. Alles geht als Waffe durch, wenn du es als Waffe benutzt. Wenn du dich aber selbst verteidigst, ne? Dann ist das eine ganz andere Sache. Im eigenen Zuhause. Wenn du keine illegalitierten Waffen hast. Das Tolle ist, ich habe hier so viel Elektroschrott rumliegen und so viel scharfkantige PC-Teile. Ich brauche gar keins. Habt ihr schon mal Servergehäuse und Servermetallstangen und so weiter gehabt? Ich habe davon einige. Die sind so scharf, wenn du sie nimmst, die schneiden dir fast die Finger ab. Wenn ich irgendwas merken würde, müsste ich nur rüber ins Büro mir irgendein Server-Metallteil holen und das wäre schon gefährlicher als alles andere. Moritz? Dum-dum? Fragt jemand als Gast an oder was ist los? Handy ist gut zum auf Leute einschlagen. Muss auf den Kopf hauen. Kubitus, herzlichen, sehr gerne. Ich gebe mir gerne Mühe dafür und ich mache auch noch weiter mit dem Home-Server-Aspekt. Da kommt erst ein Video raus und dann wird es interessant. Die Server gehen als Katana durch. Die gehen. Ich habe mir so oft, und ich habe mir schon sehr tief in die Finger und ins Bein geschnitten, weil mir mal so eine Rail abgerutscht ist und die ist nur so ganz klein kaschiert. Glatter Schnitt. Das ist wie ein Skalpell. Diese Servermetalle sind so garstig. Ich brauche keine Schwerter oder irgendwelchen schweren Selbstverteidigungswaffen. Ich habe Server-Hardware. Das wäre eine geile Idee für ein T-Shirt, Moritz. Ich mit einer Server-Rail in der Hand, ne? Moment. Get off my property. Grüße zurück nach Gera. Finde ich gut, gefällt mir. Ja, ich weiß, ich bin paranoid und ich bin gemein und überhaupt, aber wenn es um Frau, Familie, Kind und Privatsphäre geht, verstehe ich keinen Spaß. Es gibt zu viele verrückte Menschen auf der Welt. Und ich greife natürlich mit aller Härte des sehr teuren Rechtsschutzes durch. Alter, allein, glaube ich, 900 Euro im Jahr für alles. Bis 11 Millionen abgesichert, Rechtsstreit, Verbindlichkeiten, was auch immer. Einfach, dass ich da all the way durchgehen kann. Vor allem als Person des öffentlichen Lebens ist das wichtig. Viele Influencer und so weiter machen das nicht und wundern sich dann. Na, aber du musst da schon wirklich volle Latte und hinterher und kein Nachgeben bei irgendjemandem, der denkt, der macht das auch Spaß oder tut sich da irgendwas an oder macht jetzt mal einen Joke. Never open the door to a lesser evil. Ihr kennt den Satz. Die Kinder als Teenager werden das hassen. Die werden auch hassen, dass ich einfach das WLAN hier mit einem Klick deaktivieren kann. Oder dass ich MAC-Adressen sperren kann, sobald sie hier mit auftauchen mit einem Klick. Die werden alles daran hassen, dass Papa... ich kann sogar in diesem Haus... Ich habe, ihr wisst ja, aktive 5G-Störer und so weiter, das ist alles verboten. Aber ich kann zum Beispiel von meinen WLAN-Antennen oder so die Funkfrequenzen so ändern, dass einfach auch das LTE-Signal im Haus nicht mehr geht. Störsignale, kann ich Millionen feuern hier. Am schlimmsten ist Direct Mode und ja. Die Slotblenden, die man bei Gehäusen rausbricht, kann man auch als Steakmesser nehmen. Ungeschliffen, damit kannst du alles schneiden. Ich habe, also die häufigsten Verletzungen in meinem Leben, die viel geblutet haben, waren immer mit Gehäuse, Server, Hardware oder sowas verbunden. Nie mit Küchenmessern, die sind immer stumpf im Vergleich zu dem Zeugs. Dieses Blech. Ihr kennt es, oder? Moritz, hast du dich schon oft verletzt?
Ja, aufgeschnitten an Summer Rails, Fingernagel unter Rack-Dingern. Die unteren Schrauben, wie heißen das? Racknuts? Das ist so eine Urangst von mir. Wenn du irgendwas hast, irgendeinen Rack rausnimmst, du hast so einen Server und hältst ihn und die Server Rail ist da und die rutscht dir vielleicht mal ab, weil du spitzige Hände hast. Du hast solche Angst, dass du alle Finger verlierst und es kann so schnell gehen. Ich hab mir mal mit. Urangst. Ich hab nur noch Handschuhe an. Server Rail, Alex? Ich habe mir 2020 mal mit einer Server Rail in die Hand geschnitten auf Arbeit. Das sehe ich immer noch. Das geht auch nicht weg. Ich hab hier ein paar Narben. Ja. Wenn du. Warte mal, pass auf, ich versuch's mal mit der Kamera. Warte, mit der, da wird man, glaube ich, mehr sehen. Warte, ich geh mal hier so. Oder mache ich mal so und dann mache ich Front A und dann mache ich die hier. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie gut man sieht, ne? Weil Scharfstellen. Gar nicht. Scharfstellen ist immer so eine Sache. Sieht nicht. Ja, deshalb auf diese, wie weit muss ich weggehen, dass er scharf stellt? Oh, er hat einen Fokus gefunden. Siehst du das? Den Schnitt? Nur ganz leicht mal eine Server Rail kaschiert. Das sieht ganz, nichts, ganz oder? Leicht. Ja. Doch, das sieht man. Halt, die Narbe geht halt nicht mehr weg. So richtig tief, so einmal drüber, knapp an der Sehne vorbei. Passiert. So! Du lebst welchen Traum lebe ich denn, mein Freund? Alex, komm dazu, nach dem Server einbauen hast du blutige Hände. Das muss so. Hör dazu. Klar, jeder denkt immer, Affen ins Leben so ungefährlich, ne? Ja. Also ich engrade auch gerne, wenn ich was Hölfter anfasse, ne? Einfach mal drüber gehen über die Kanten. Hilft immer, selbst wenn es nur Schleifpapier ist. Kommen wir mal zu diesem, ich zeig's einfach nochmal. Das hier ist ein iPhone-Kabel. Kein x-beliebiges iPhone-Kabel. Das ist eins der USB-C-Kabel, mit denen man diesen extra ich sag noch nicht von wem oder wie, diesen extra dafür da, diese Dinger laden zu können. Auch MacBooks. 160 Watt kriegst du über dieses Kabel. Deswegen mache ich diese Kabel an. Denn wenn du versuchst, über andere Kabel 160 Watt zu schieben, dann wirst du Feuer fangen, wenn du es forcieren wirst. Und die meisten Kabel packen. Das ist ein Feature, die können leuchten, die Kabel. Das ist eines der wenigen geilen Kabel, die für 160 Watt geradet sind. Damit kannst du Gaming-Laptops betreiben. Deswegen feature ich gern so ein Kabel. Und das musst du erstmal schaffen, das mit diesen Chips und mit dem USB-C und das so machen und zu sleeve. Zugkraft 80 Kilo. Single Strain. Also hier kannst du 80 Kilo dranhängen. Ich habe mich mal dran gehangen als Gag, weil geht. Also zwei Strain, weil ich wiege mehr als 80 Kilo. Reißt nicht, geht immer noch. Deswegen mache ich mal ein Video über Kabel. Das wird wahrscheinlich nur den Zuschauern, die heute dabei sind, gefangen. Alle anderen werden aussteigen, weil sie sagen, hey, Abzocke und so weiter, der hat sich da sponsorieren lassen. Nee, weil es das erste Kabel ist, das ich bis jetzt gesehen habe, das flexibel, braided ist und 160 Watt schafft. Vielleicht nicht uneigennützig, weil ich so ein LG Gram habe und es lädt sich über fast kein Kabel, weil die alle richtig blöd sind. Und ich möchte natürlich dahin gehen, USB-C Power Delivery. Aber das Kabel schafft nur USB 2.0, weil es für iPhone gemacht ist. Kein Joke. Es ist quasi ein reines Ladekabel und Backup-Datentransfer. Wie war das? Du musst dir einfach das größte Pro-Model holen und dann hast du USB 3? Nein. Ich habe mir mal ein Vakuum einbauen und Schraube für Lüftermontage am Radi gekniet und ins Knie gerammt. Oh ja. Oh ja, ins Knie, auf Schrauben knien. Auf Gehäuseschrauben draufknien und sowas. Wie oft? Oh, dir fällt was runter, du kniest dich, da war eine Gehäuseschraube. Krass. Ich könnte jetzt, ne? Pass auf, ich mache noch mal was. Also, das sind nicht nur Gehäuse, also ich kenne diese Schmerzen. Denn wer mich, beziehungsweise ihr kennt es noch nicht so, ich habe mal, das ist schon etwas viel länger her, warte mal hier so, mein Knie. Yeah. Das sieht vielleicht jetzt, es sieht vielleicht jetzt nicht ganz so gut aus. Ich hatte mal Kieselsteine unter der Kniescheibe, ne? Aber mein Knie hat viel mitgemacht. Das ist operiert, das hat viel erlebt. Das ist halt so ein taktisches Knie. Ich nenne es taktisch, ne? Und das ist mehrfach, ja, es knackt. Es ist mehrfach operiert und ich habe hier so ein paar Narben. Und nicht alle kommen von meinem Sturz. Also sieht man schlecht. Ich habe eine saugute Wundheilung. Und unten viel zu gutes Licht. Aber so kann man es vielleicht ein bisschen sehen. So hier. Da, in diese Narbe, habe ich mir so oft Schrauben reingedrückt. Einfach, weil du dich mal knien musst. Klar, irgendwann fällt was runter, du gehst hin und dann liegen da wieder Schrauben rum. Und ich krieg's mit den Schrauben nicht hin. Meine Frau hasst mich. Hol dir so eine Matte. Die hasst mich wie Sau. Hol dir so eine Matte. Das Dumme ist, sie fallen mir immer in den Teppich. Bitte sagt mir, ich bin nicht der Einzige. Sie fallen mir immer in den blöden Teppich. Und der Teppich ist ja kein Problem. Aber im Teppich siehst du die Schraube nicht. Und wenn du dich kniest... Teppichboden. Mhm.
Warum? Warum Teppichboden? Ja, weil Teppichboden hier gut aussieht im Studio. Ja, aber... Und wenn du keinen Teppichboden hast, dann verkratzt der Boden. Ja, richtig. Dann einfach keine Schrauben. Ja, Joba, Schrauben lasse ich nie hinlegen, aber weißt du, wie oft ich meine Schraubenbehälter hier schon umgekippt habe? Weiß, Schrauben ist ein schlimmes Ding. Und übrigens, Red Dragon, nein, das war kein Joke. USB-Datenkabel und USB-Ladekabel sind unterschiedlich. Theoretisch haben normale USB-Kabel 2.0 vier Phasen. Plus, minus, Daten, plus, minus. Also Strom plus, minus und Daten plus, minus. USB 3 hat mehr, hat vier für Daten und vier für Strom, um höheren Strom schicken zu können. Und USB 4 bzw. Thunderbolt hat noch mehr Daten und Stromlanes, um über 100 Watt zu schaffen. Dieses Ding hier hat mehrere Stromlanes für 160 Watt, aber nur vier Datenlanes, beziehungsweise nur zwei Datenlanes für USB 2.0. Die Kabel sehen alle gleich aus, aber es sind immer Unterschiede. Du musst beim Kauf gucken, was drin ist. Und wenn das Kabel bei irgendeinem Gerät dabei ist, heißt es nicht, dass es funktioniert. Bei den Elgato Facecams waren immer USB 3.0 Kabel dabei, die nie gingen. Ich musste welche nachkaufen und die kosten 30 bis 40 Euro, nur dass sie für die Geschwindigkeiten geratet sind. Und selbst dann ist es nicht sicher, dass sie gehen. Und selbst wenn ihr ein HDMI-Kabel habt, das für 4K geratet ist, heißt nicht, dass es gehen muss. Meistens geht's nicht. Ihr müsst teure Sachen kaufen, dass sie auch sicher darunter getestet sind. Räudig, ist absolut tierisch räudig. Wie viel HDMI-Kabel habe ich durch? Dieses HDMI-Kabel hier. Ich zeig's euch, was es macht. Das Kabel war mein Freund. Das Kabel war mein Freund bis letzte Woche. Und ich, ohne, kein, absolut kein Joke. Ich habe keinen Bock. Ich habe das ja geroutet durch die Wand. Und das ist halt, das ist HDMI. Wie es lebt und lebt, ich zeig's euch. Und ich zeig's euch, wenn ich jetzt Glück habe, sogar in 4K. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Denn die Droidcam hat ein Update bekommen. Und zwar das 4K-Update. Oh ja, jetzt bekommt ihr 4K von dieser Kamera. Mittlerweile. Jetzt schauen wir mal her. Seht ihr das? Wer kennt dieses tolle Problem? Moritz, kennst du es? So. Was passiert da? Das ist ein sterbendes HDMI-Kabel. Sterbende HDMI-Kabel gehen nicht nur an und aus, sondern die machen das. Und der Monitor macht halt jetzt konstant das. Immer in den Schwarzbereichen, ne? Das Schlimmste! Das Schlimmste! I hate it! Und ich habe halt keinen Bock, ich musste hier alles rerouten. Und ich habe im Moment keinen Bock. Irgendwann wird es mich so sehr stören, dass ich das Kabel tauschen muss. Aber es regt mich so auf. Das ist ein Feature, das ist ein Bildschirmschoner. Mhm. Damit sich schwarz nicht einbrennt. Also, das ist nur ein 3-Meter-Kabel. Warum passiert das mit dem Rot? Wenn das Kabel seine Signalabstandsintegrität nicht einhalten kann, sterben zuerst die Black Level. Das heißt, das ist nicht wie bei einem analogen Kabel, dass es dann immer verrauschter wird und auch nicht wie bei einem komplett digitalen Kabel, Signal oder kein Signal, nichts dazwischen. Was passiert bei den HDMI-Kabeln? Wenn sie nicht richtig klarkommen, kann es erstens Mikroruckel erzeugen oder Hall-States am PC sogar. Aber als allererstes stirbt der Schwarzkanal, also die Darstellung des richtigen Schwarz, und du kriegst roten Grissel. Und das immer. Könnt ihr euch merken, bei jedem HDMI-Kabel schon immer so gewesen und es ist super nervig. Und das hatten wir auch auf der Arbeit beim Fernsehen. Und da wird es nämlich ganz spannend, wenn auf einmal Hauptkabel der Kameras aussteigen und diesen roten Grissel zeigen. Und die Dinger laufen teilweise durch Wände oder so. Oder werden vom SDI übersetzt oder. Und du siehst, okay, der rote Grissel ist jetzt da. Cool, wieder mal ein 50 Meter Kabel hin. 200 Euro, gib ihm neues Kabel. Die einzigen Kabel, die das nicht machen, sind Glasfaser-HDMI-Kabel. Habe ich auch welche hier im Einsatz für Kameras. Die können aber nur One Direction und nicht bidirektional. Da gibt es eine Seite, die ist immer in und eine Seite, die ist immer out. Da gibt es nichts mit Ethernet-Overkabel, kein 3D-Overkabel und kein anderer Datenverkehr-Overkabel, denn die sind One Direction. Ich dachte, die Grafikkarte kaputt. Nee, wenn Grafikkarte kaputt ist, zeigt es andere Fragmente immer an. Aber ja, sowas kann echt. Ich habe zwar nicht das mit HDMI, weil ich kein HDMI nutze, aber wenn ich PC stecke, gebe ich erstmal zwei Minuten an. Das kann sein, Kondensatoren kaputt, mein Bruder. Pass auf, steck erstmal alles ab. Ich kann meinen PC im Moment auch nicht mehr booten. Dieser PC hier bootet nicht, wenn dieser Monitor Strom hat. Bluescreen. Sofort, bootet nicht. Manchmal geht er gar nicht überhaupt aus dem BIOS raus. Dieser Samsung-Monitor hat ein Firmware-Problem, irgendein anderes Problem, das verhindert, dass es bootet. Ich muss ihn quasi aushaben. Zum Glück habe ich hier eine Szene geschrieben, dass alle Monitore von der Steckdose keinen Strom haben, bis ich eine spezielle Szene einschalte, dann bekommen sie Strom.
Das heißt aber, wenn ich neu starte oder ins BIOS gehe, muss ich, bevor ich ins Windows gehe, erst alle Monitore ausmachen, dann warten, bis meine Tastatur blinkt und leuchtet und dann kann ich alle Monitore einschalten, weil sonst Bluescreen und er bleibt hängen. Thanks Samsung. Ist erst seit der neuesten Firmware so. Aber ja, damit kämpft man, wenn man mit Bildzeugs arbeitet. Mit Linux wäre das nicht passiert. Und da ich 16, doch, okay. Ist ja wurscht, BIOS, es geht nicht, doch. Also er hängt sich halt auf und bootet das Linux gar nicht erst. Das passiert auch mit Linux. Aber du hast kein Bluescreen. 16 GB, immer 16 GB, mehr VRAM besser. Du weißt nie, was du damit machen willst. 50 GB ist ja darauf günstig, aber gut, HDMI-Kabel ein. Noch nie Probleme gehabt, aber also nur teuer ist nicht gleich gut. Nee, aber sobald du über 3 Meter gehst, alle HDMI-Kabel, die ich hier verbaut habe, sind 5 bis 50 Meter. 5 bis 50 Meter sind alle. Du hattest vorhin erwähnt, dass du WLAN-Clients gezielt per Smartphone-App blockst. Wie? Naja, ist ganz einfach. Ich habe Home Assistant und ich habe OpenSense. Und ich habe OpenSense per Home Assistant eingebunden. Das heißt, mein ARP zeigt mir in Home Assistant alle MAC-Adressen und die dazugehörigen Namen der Geräte. Und mit einem Klick kann ich sie blocken. Die Magie von OpenSense. Das heißt, ich kann jeden Tag oder einfach ich mache einen Scan und aktualisiere die Liste und dann kannst du sagen blocken oder zulassen. Und blocke ich die halt in der Firewall. Dann ist nichts mit Traffic. Dafür gibt es das OpenSense Home Assistant Plugin. Gibt alle Metriken und alles weiter. Oh, da hat jetzt jemand nochmal über meinen Z-Hand gefragt. Ja klar, kann ich gerne machen. Es gab doch irgendwelche BIOS, die ein Problem hatten, wenn man erst ein Display vor. Ja, genau. Braucht erst BIOS und so weiter, aber BIOS-Update kann ich nicht machen, weil wenn ich ein BIOS-Update mache, geht mein OC nicht mehr, weil Asus mein OC weggepatcht hat. Könnte man auch lange drüber reden. Also, was habe ich hier? Das hier ist mein Setup. Full-HD-Monitor mit Stift-Support, dass ich darauf malen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier meinen Stift nehmen und könnte da drauf rumscribbeln, wenn ich die Software anhabe. Habe ich gerade extra nicht an, weil das Grissel stört mich gerade. Neues HDMI-Kabel. Das hier ist ein Zweig, also WQHD-Monitor. Das hier ist ein WQHD-Monitor, 27 Zoll. 32:9 Samsung mit 5000er Auflösung. Und normaler 21:9 mit Pseudo 4K. So. Nicht zwei Grafikkarten für einen Monitor. Die zwei Grafikkarten, also ich muss die aufteilen wegen OBS. OBS läuft nur über die zweite Grafikkarte. Die RTX ist dieser Monitor und dieser Monitor laufen über die RTX, weil sie hauptsächlich OBS machen. Die hier laufen über die 3090, diese drei. Dieser Monitor hier drüben, der läuft auch über diese Grafikkarte, also die RTX 4000. Manchmal, also das Bild, das dahin gesendet wird. Der Monitor an sich selber läuft in dem PC, mit dem Monitor und dem Monitor. Ist ein bisschen schwer zu verstehen und ein bisschen komplex. Ja, 227er hoch für Color Grading und Premiere, dass ich meine Scopes anzeigen kann, meine Slider und meine Preset-Pakete durcharbeiten kann, meine eigenen Presets und so weiter, dass ich schneller schneiden kann. Für Videoschnitt. Laura Scharnamond, Dankeschön. Herzlichen Dank, gerne. Ich kann auch mal, Moritz, bist du überhaupt noch hier? Lebst du noch? Lebst du noch? Momo? Ja, falsche Taste, ich bin noch da, ja. Ist nicht die falsche Taste, ich habe die absichtlich genommen. Auch falsche Taste. Ich? Ach du. Ja, ich. Was wusste ich gar nicht. Ja, ich. Hä? Warum machst du denn dann die falsche Taste? Ja, die falsche Taste gemutet, aber. Die Cam muss ich dunkler stellen, die muss ich echt dunkler stellen, aber dann sieht es immer nicht so schön aus im Intro, weil ich ich habe hier so eine Fix, ich mache hier extra bei denen kein Auto-Helligkeit, weil wenn ich hier rübergehe, zum Beispiel, ich jetzt schon wieder zu dunkel. Lichtsetzung. Jetzt bin ich aber hier wieder zu hell. Brennt wieder aus. Aber ich mag es trotzdem hier. RS, bitteschön. Ist so der Bug, ist so ein Feature. Bei Glasfaser-HDMI-Kabel hat man gute Chancen, dass es nicht instant kaputt ist. Auch wenn man es verkehrt herum anschließt. Gilt für verschiedene. Das stimmt. Der Strom und so. Das ist gut. Weil es überträgt keinen Strom, Glasfaserkabel, nur Daten. Aber die Chips in den Endconnectern können sterben. Bei SCART war das ein Riesenproblem. Was mich mal interessieren würde, hat einer von deinen Monitoren Soft-Touch? Nee, die haben Full-Touch, echt integriertes Touch-Display. Das ist der XP-Pen-Monitor, der kostet 500 Euro. Full-HD, nur dass er Touch hat, dass ich darauf malen kann. Übrigens, hier ist so ein Glasfaserkabel. Hier ist so eins verbaut. Bei der Kamera ist auch eine PDZ-Kamera. Das ist die schönere, die benutze ich aber witzigerweise nur als den Shot hier indirekt, um beim Video was filmen zu können. Von Shoulder, aber ich nutze sie nie.
weil es immer zu viel Aufwand ist. Ich weiß, ich bräuchte mehr Leute. Die andere Nachricht konnte ich gerade nicht lesen, weil ich es hier zu groß gescrollt habe. Ich habe hier drüben nämlich, falls ihr seht, mir jetzt mittlerweile meinen Chat-Monitor eingerichtet. Hier, übrigens hier. Hier ist mein Chat-Monitor. Und eigentlich kann ich jetzt hier den Realtime-Chat lesen. Problem ist, ich habe die jetzt so groß gemacht, dass man sie da lesen kann, kann aber keine mehreren lesen. Ich habe noch so viele Sachen für die Livestreams auszuarbeiten. Eigentlich war hier auch, hier oben, ist eigentlich ein Mount für einen Beamer. Weil ich eigentlich hier oben eine Leinwand habe. Die sieht man jetzt schlecht. Also ich kann jetzt hier mal rumgehen. Die wird man auf den meisten Camps... Oh, warte, ich habe doch eine da. Ich habe eine da, um euch zu zeigen. Also eigentlich, habe ich hier eine Leinwand. Und die nutze ich aber nie. Die ist eigentlich hinter meiner Kamera. Das heißt, ich kann die rausziehen und hätte hinter meiner Kamera eine Rückbildleinwand, um was lesen zu können und einen Teleprompter realisieren zu können. Aber ich habe keinen Beamer, der gut genug ist und leise und wenig Strom verbraucht, dass ich ihn bis jetzt da platzieren kann. Habe aber keinen Bock, irgend so ein schlechtes Sponsoring für einen Mini-Beamer anzunehmen, weil ich verkaufe mich doch nicht für so einen Mini-Beamer. Das ist auch so und da arbeite ich dran. Wie machst du das denn mit dem Anstecken? Ist das eins von Rode? Das ist immer noch das Endline-Mod-Mic, das ich mir gerade mit Panzertape ans T-Shirt getaped habe. If it's stupid and it works, it ain't stupid. Mit dem Netzteil kannst du auch andere Probleme haben, meistens sind die Kondensatoren. Auf den Rails, versuch mal eine andere Rail zu nehmen. Kommt auch darauf an, ob du Single Rail hast oder nicht. Kleinen Beamer nehmen, von LG nehmen und dann nicht. Ja, das Problem ist, wenn du diese Beamer hast, wie kriegst du das Bild hin? Die haben meistens Android. Das brauchst Android mit einer Verbindung zu hier und musstest das streamen und über das WLAN. Und ab da wird es wieder super umständlich. Ich möchte auch, was ich einschalte, was dann gleich funktioniert. Beim Windows-PC ist es einfach. Ich nehme diesen Windows und ich will nicht extra noch einen Mini-PC zum Beamer packen müssen, nur dass das funktioniert. USFP DD aus. Gibt es ein neues oder schnelles? Also im Moment gibt es ja 200 Gigabit. USFP DD geht bis 400 Gigabit. Ja, also gut, bis 400? Nee, danach Gigabit, also Terabit haben wir noch nicht. Doch. Über eine einzelne Faser wurden, glaube ich, unter Laborbedingungen... Endkunde, Mann. Mehrere Terabits sind absolut kein Problem. Ab wie viel Meter haben wir höhere Latenz für HDMI und USB? Du hast nie höhere Latenz. Du hast immer die Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit. Latenz kommt nur bei Reprocessing, das heißt, wenn du aktive Kabel hast. Ich habe hier viele aktive USB-Kabel oder aktive HDMI-Kabel, die Verstärker eingebaut haben. Und dann musst du durch einen Verstärkerkreis laufen und du kriegst Latenz. Sonst kriegst du immer Instant. Weil Lichtgeschwindigkeit. Also nicht Instant, sondern Lichtgeschwindigkeit halt. Erst ab Reprocessing wird schwierig. Ein Pi an dem Beamer, das hilft mir ja auch nicht. Wenn ich dann Raspberry Pi ranfahre. Ne? HDMI 4 Raspberry Pi und Beamer. Also ja, HDMI 4K oder sowas. Und dass der dann immer einschaltet, weil ich habe hier alles eingestellt, wenn ich Strom einschalte, gehen die Geräte auf Auto an. Das würde der Pi zwar machen, aber SD-Card Corruption würde mich dann wieder echt... Auch schon cool, mit 8 Beamer. Lohnt es sich auch, die 16 zu gehen oder soll ich 30? Bleib bei der 3060. Die 4060 ist nicht schneller. Das ist nur, wenn du Frame Generation hast. 800 Gigabit, wird das kommerziell verkauft auf dem freien Markt? Weiß ich nicht. Für den Chat 4K auch. Jonas habe ich für den Chat, aber dafür, wofür ich es nutzen will, auch für Rückbildkamera. Elektronen haben so gut wie Lichtgeschwindigkeit, weil sie fast keine Masse haben. Soweit mir bekannt ist. Kann mich gerne irren. Aber Elektronen haben fast keine Masse. Und die Assumption auf solchen kurzen Distanzen ist, kannst du nicht messen. Okay, nice. Ich würde mal sagen zu Garrett, dass auf solchen Distanzen jeder Unterschied zur Lichtgeschwindigkeit als Messfehler abgetan werden kann. Maybe hilft dir ein Beamer nur ein Mini-PC, vielleicht mal Miniform checken. Das ist ja eigentlich richtig gut ansteuern. Yes und yes no. Das werde ich versuchen, wenn es mir nicht zu viel Aufwand macht. Ich baue im Studio nur ein, was mir wirklich den Arbeitsalltag erleichtert. Und nicht, wo ich dann noch mal extra Knöpfe drücken muss und was dann aufwendiger ist, als was anders zu machen. Gar nicht so leicht.
Kann man das Video wieder anschauen, um zu teilen? Ja, du kannst DVS an. Du kannst zurückspulen und kannst einfach von vorne gucken. Funktioniert. Aber nach Streamende nicht nur laden, sonst. So. Ja. Ist jetzt Open Sense gekauft. Die haben ernsthaft durch die Lüfterkabel eine Schraube gedreht. Ja, ich habe auch schon Dinge durch RJ45-Kabel geschlagen. Funktioniert. Es gab auch schon Intel-CPUs auf dem Markt, die keine DICE hatten. Also, Fertigungsfehler kann es immer geben. Vielleicht kriegst du ja noch einen Rabatt oder was. Was Cashback, ne? Dennis Becker, wenn du deinen PC in einen anderen Raum stellst, so wie ich meinen Server unten habe und ihn hier... Oh, jetzt habe ich die Kamera umgeschmissen. Ja, mein Server ist im Keller und ich steuere ihn von hier. Diese Tastatur und so weiter und mein KVM sind direkt mit dem PC im Keller verbunden. Ja, so macht man das. Dann ist es nicht laut und nicht warm. Du brauchst nur Kabel, die halt funktionieren. Herzlichen Dank. Der T-Smart ist geil, ne? Also der steht bei mir hier. Der reguliert ja hier gerade alle Bildschirme, wenn ich mal umschalte. Nein, mache ich nicht. Oder sollte ich? Aber dann geht hier das Bild aus, weil die Detection ausgeht. Ich mach's trotzdem mal. Jetzt sind die schwarz. Jetzt gehe ich wieder zurück. Warte, da kommen sie wieder. Jetzt müssen sie automatisch... Okay, geht. Huh, ich dachte schon, euer Stream bekommt kein Bild. Kann ja passieren. War auch mein letzter Stand, ist aber schon ein, zwei Jahre her, hatte schon gedacht, dass es was Neues geben müsste. Ja, natürlich haben Länge Kabel große Latenzen. Nicht bis mehr. Auch Audiokabel. Wer es nicht weiß, diese Latenzen von, die kannst du, selbst wenn du einmal um die Erde rumgehst, kaum messen. Kaum. Ja. Ne, also. Nur aktive Schaltkreise oder selbst passive Schaltkreise, immer wenn es durch einen Schaltkreis und Wandlung durchmisst, dann kriegst du Latenz obendrauf, die wirklich relevant ist. Das ist richtig. Wichtig ist auch, wenn ihr Audiokabel verlängert, ab 50 Meter, ihr merkt bei Audiokabeln, das ist nämlich was ganz Interessantes, dass die hohen Frequenzen, alles so 20.000 Hertz und so weiter, die werden dumpf. War früher ein Problem, wenn du Events und Festivals hattest, wo die Boxen auf der ganz anderen Seite vom großen Festivalplatz stehen, mussten die Equalizer immer angepasst werden, weil du hast Signalverlust. Je länger das Kabel wird, desto mehr Höhen werden abgeschnitten, weil die hohen Frequenzen zuerst der Länge des Kabels anheimfallen. Und da kam es dann auf die Kabelqualität und vergoldete Endstücke und so noch an, bei digitalen immer. Ja, alles ist langsamer als im Vakuum. Beziehungsweise, außer du Quanten verschränkst was und würdest dadurch, aber es gibt noch keine Möglichkeit, Informationen dahin zu kriegen, weil wenn sie gelesen sind, kannst du trotzdem keinen Rückschluss ziehen. Also sobald Quantenverschränkung, Informationsübergabe irgendeiner Weise gecrackt ist, gibt es nichts mehr Problematisches. Größte Verarsche. Digitale Kabel ist es egal, über welches Endstück sie gesendet oder empfangen werden. Übrigens erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank an 83 Zuschauer auf Twitch und 131 auf YouTube. Ja, richtig mega. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dabei. Wir machen eine kurze Kaffee- und Pinkelpause. Und dann geht's weiter. Der Moritz wird sich auch bedanken. Ja. Nicht weglaufen. Einfach mal bleibt dabei. Ich freue mich über jede Spende und jede Unterstützung, über jeden Sub, über jeden Follow, über alles, was ihr uns entgegenbringen könnt, dass ich euch weiter geilen Content liefern kann, weil wir leben davon, wer glaubt es oder nicht. Und wir sind jetzt niemand, der viel bettelt oder der viel den Leuten hinterherräubt und sagt, hier, verkauft das oder aufdringlich sind. Bei uns ist es halt immer mit da. Man kann uns gerne unterstützen, wenn man das will, in den Links, die überall verfügbar sind, oder tgfclick.social. Könnt ihr jederzeit machen oder eben in den Links unter der jeweiligen Plattform hier. Und ich übergebe jetzt mal kurz eine Pinkelpause. Wir sehen und hören uns gleich wieder, hoffe ich. Lauft nicht weg, bleibt dabei. Der Timer läuft jetzt nicht 15 Minuten. Ich werde ihn reduzieren. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
I fell.
Wir sind wieder da. Hoffentlich geht es euch gut. Ich habe die Musik gleich mal vorsichtshalber leise gedreht. So. Kommt der Livestream als Podcast? Bis jetzt nicht, denn es ist blöd, wenn ich was zeigen wollen würde, könnte ich es ja im Podcast gar nicht so zeigen. Und wenn wir das Videopodcast raushauen, ist es ja wieder ein Livestream. Ja, gut, die Van-Show released auch einfach als Podcast. Das Ding ist, den selben Stream. Ja, das ist halt gemeint, können, die Leute, die. Wir dann, machen. Oh, jemand hat einen Alert gedroppt. Was? Lange nicht mehr aktiviert worden. Muss ich jetzt tanzen? Ja. Da hat jemand, entdeckt, dass die Dinger gehen. Ja, die Musik fehlt mittlerweile. Ich muss das nachpatchen, weil ich da ein bisschen was verschoben habe. Aber die Alerts gehen noch. Auch die Barrel Rolls und so. Also wenn ihr jetzt hier, wenn ich jetzt in diesem Stream bin, und ihr aktiviert eine Barrel Roll, dann funktioniert es. Also nur die Twitchianer. Ihr seht schon, hier ist jetzt gerade nichts außer unserem The Geek Freaks Logo, das runterläuft. Ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar für alle, die vielleicht streamen oder was aufnehmen wollen. Auch wenn ihr privat für euch selber was aufnehmen wollt. Ich weiß, es ist kein System geht. Wenn ihr was für euch privat selbst aufnehmen wollt. Es gibt da was, das nennt sich Droidcam. Das kannst du als App runterladen, hier fürs Handy. Aber nicht nur als Handy-App, sondern du kannst das Ding auch, siehst du das hier, das ist er. Du kannst es nicht nur als Handy-App nutzen, nein, du kannst es auch nutzen. Du kannst jetzt hier zum Beispiel auch umstellen, ob du die Frontkamera haben willst. Aber das unterstützt er bei mir gerade nicht, meine Frontkamera beim Pixel. Da geht nur die Backkamera. Denn die Frontkamera unterstützt bei mir kein 4K. Jetzt bin ich in 4K. Rauschulierung ist okay, ist gar nicht so sexy, liegt aber auch an meiner Kamera. Ne, das ist jetzt meine Kamera und das ist eingebunden. Und es sieht eigentlich, finde ich, schon gut aus. Von der Auflösung her. Ne, also ich bin jetzt hier bei guter 4K-Auflösung. Man sollte Detailshots. Also das ist fürs Pixel eine gute Kamera. Also wenn ihr eine gute Webcam zum was aufnehmen haben wollt, Droidcam. Da gibt es nämlich jetzt einen Hack, dass man 4K-Stream aktivieren kann, was ich gemacht habe. Und ich versuche jetzt für euch mal die Quali noch ein kleines bisschen höher zu schrauben. Das heißt, jetzt fährt das Ding aus, ist aus. Ich gehe in die Encoder-Option und hau mal die Bitrate so hoch wie ich kann und den Target. Schauen wir mal, was wir da ein bisschen ermöglichen können. Sieht ja gar nicht mal so gut aus. Also für eine Handykamera? Bei Lowlight? Ja. Lowlight? Das Pixel kann mehr. So, mein Handy unterstützt den FPS-Boost. Ich versuche es jetzt mal. Ich habe jetzt mal eine andere Einstellung gemacht. Es gibt ganz viele Einstellungen bei der App. Jetzt habe ich den FPS-Boost.
Handschuhmeister hat einen Freakspot an Wolf Gaming verschickt. Herzlichen Dank. Sehr geil. So, also ich kann zum Beispiel mit meiner Kamera und meiner Linse keinen FPS-Boost anmachen. Das geht nicht. Aber sieht trotzdem okay aus. Auch wenn der Autofokus in der App ein bisschen nachzieht. Man darf nicht vergessen, ich habe hier Lowlight, also normalerweise ISO 6400. Ne? Das ist, da kann ich wenig tun. Ich kann mal versuchen, ob ich hier noch ein bisschen was optimieren kann, weil ich habe ja hier so einen gewissen Zoom-Meter. Das ist jetzt, was ja? Richtig gut funktioniert mit dem Pixel. Was? Die NDI-App. Das stimmt. Warte mal, wenn er jetzt einen Nativ-Drop macht, das ist jetzt der Nativ-Drop auf eine andere Linse. Siehst du das? Der macht hier einen Sprung direkt. Ne? Das ist so mit Autofokus. Continuous Autofokus. Wenn ich jetzt hier reingehe, auf der normalen Linse macht er das auch. Ne? Schau, jetzt jumpt er dann automatisch in eine andere Linse rein. Seht ihr das? Das macht er auch in der App. Das heißt, je weiter raus, er hat den Fokus, geht Weitwinkel, geht Normalwinkel. Das ist jetzt die Normalwinkelkamera so. Die sieht ein wenig rauschfreier aus. Und wenn die App unterstützt automatisch, dass wenn er Makro detektet, zack, geht er in die Wide Angle. Die rauscht zwar mehr, ist dafür, kann ich aber näher makromäßig rangehen, was sehr geil ist. Ich hatte den Autofokus aus. Jetzt ist der Autofokus an. Und der ist eigentlich ganz gut. Jetzt müsste das so meine normale Cam sein. Kein Grading oder so an. Das kann ich natürlich noch einstellen oder könnte ich machen. Hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht. Man kann auch spiegeln und so weiter. Ich kann auch den White Balance ändern. Das war jetzt dumm. Also diese App kann viel. Ich zeige es euch mal gerade einfach so, weil ich euch zeigen wollte, dass das ein cooles Feature ist. Jetzt sehe ich auch ein bisschen farbig besser aus. Jetzt könnte ich hier noch die EV ein bisschen anpassen. So, also das Ding kann. Und das Licht ist eher, also das Licht ist eher im Studio, das ist so die Realhelligkeit. Warte mal, so hell ist es in Wirklichkeit hier. Da sieht man auch zum ersten Mal, dass ich die Decke schön beleuchtet habe. Es wirkt immer so hell, weil meine Kameras auf so einer hohen ISO laufen. Aber so eher, was der Realität entspricht, ist diese Helligkeit. So ein bisschen weniger. Das wäre dann so das echte Licht. Ich wollte es euch bloß einfach mal zeigen, eine EV-C, wen das interessiert. Und die funktioniert auch richtig gut. Habt ihr gesehen, die springt dann. So, das wäre jetzt die normale Pixelkamera. Und wenn ich dann näher rangehe, geht er automatisch auf die Weitwinkel. Die ist dann aber halt rauschiger, seht ihr das? Macht das Pixel. Es kommt natürlich aufs Handy drauf an. Pixel hat eine relativ gute Kamera. Ihr seht ja den Unterschied Spiegelreflex zu meiner Handykamera, aber sie ist immer noch gut. Das heißt, wenn jemand streamen will, kann er damit auch streamen. Wäre kein Problem. Und das Tolle dabei ist, damit kann ich halt rumlaufen und euch Sachen zeigen. Im Studio. Und warum mache ich das? Weil wir hatten ja Kanalmitglieder und Channel-Follower, die uns viel geschickt haben. Der nächste Community-PC zum Beispiel. Der kriegt Vengeance-RAM. Ich habe das alles hier schon liegen. Der kriegt Vengeance-RAM. Der kriegt auch Corsair-Lüfter. Hier, ich kann jetzt hier, pass auf. Das ist das Tolle am Handy. Da kann man Licht machen. Hier, ich habe Corsair-Lüfter, habe ich alles da. Die Mainboards habe ich alles da. Habe ich alles schon gestackt und gelagert. Hinter dem großen Monitor, den ich im Moment... Okay. Hinter dem großen Monitor. Ne? Ihr kennt das mit der Ablage. Ich bin noch dabei, die Garage umzubauen. Aber ich wollte euch zeigen, ich habe die Sachen... Oh, jetzt ist es aber hell. Ich habe die Sachen hier. Und weil ich sie hier habe, seid gewiss, alles, was ihr uns schickt, wird verbaut werden. Früher oder später. Ohne Klient am PC zu... ja, die Lagen muss verbessern, weil die ist ja nur zwischengelagert. Ich habe das mal dahin gelegt, dass ich ein bisschen aufräumen kann. So, die kostet gar nichts, Droidcam. Und geht in Echtzeit 4K bis zu 32 Mbit. Also die ist mega. Die sendet direkt. Die kannst du auch, und da gibt es ein Plugin für OBS, dass das quasi die Webcam ersetzt. Ne? Ein OBS-Plugin, Droidcam aktiv. Dahin schicke ich auch das Bild von Moritz gerade nach Teams, weil das eine Webcam nicht nur ersetzen kann, sondern auch... die interne Kamera, also die Virtual Cam von OBS. Es gibt die App hier und dann gibt es zwei Plugins für OBS. Oh, ein Huawei P8 Lite. Ja, da funktioniert die App auch. Das hatte ich auch mal. Ein Huawei P8 und sie erkennt, sie hat ja zwei APIs, um Kameras zu erkennen. Und sie erkennt eigentlich mindestens eine an jedem Handy. Na, bei mir habe ich jetzt Glück, dass es beide erkennt. Für Makro und raus. Ist ein Vorteil, vor allem wenn du mal was nah zeigen willst, kann aber leider zum Beispiel, ich müsste auf 1080p umstellen, um die Frontkamera nutzen zu können, weil die Frontkamera bei mir kann nur 1080p im Stream, das muss einheitlich sein. Also kann ich Front und Rück schon ändern, aber halt nur, wenn ich die gleiche Auflösung habe.
Doch, das zeige ich euch mal. Smartphone hast fast jeder, dann kannst du in OBS noch diesen Blurfilter einstellen, ne, vom Hintergrund. Und dann easy. Übrigens, wenn ihr eine Spiegelreflex simulieren wollt, habe ich für euch einen super Tipp. Machen wir sogar jetzt gleich mal in dieser Szene. Hast du Bock, Moritz? Auf geht's. Das mache ich jetzt sogar mal für euch bockhalber in dieser Szene. Es gibt einen Effektfilter, den kann man hinzufügen. Der nennt sich NVIDIA Virtual Greenscreen Hintergrundentfernung. Ne? Hintergrundentfernung. Hau ich drauf und dann sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr schwarz. Jetzt könnte ich dahinter ja was hinterlegen. Ne? Pass auf. Und dann mache ich jetzt mal einen Gag. Jetzt mache ich mal einen Gag und zeige euch, wie man sowas machen könnte. Jetzt füge ich eine Szene hinzu. Und zwar die gleiche Szene, die ich jetzt hier gerade auch habe. Die HDMI-Szene und stack die hintereinander. Ich zeige euch noch mal einen ganz kleinen Trick und dann zeige ich euch, wie ich es gemacht habe. In Echtzeit sieht man es uns natürlich schlecht. Ihr müsst es jetzt einfach mal so. Jetzt habe ich die gleiche Szene zweimal, das könnt ihr nicht sehen. Was ihr aber sehen könnt, ist, dass ich jetzt diese Szene hier, die so, ich müsste eine Szene in der Szene schaffen. Dafür konnte man Clone, Sus-Clone machen. Sus-Clone auf. Und ich nehme als Szene die HDMI-Szene. Habe ich einen Clone. Ich muss einen Clone machen und die Szene nehmen, wie sie ist. So, das ist jetzt mein Clone. Gut, das heißt, Clone stelle ich den Filter. Ich muss nämlich jetzt was hintereinander legen. Und das zeige ich euch, das kostet nichts. Das könnt ihr einfach so machen, wenn ihr ein Video habt. Hintergrund entfernen. So, jetzt ist es weg. Der Hintergrund ist weg, ihr seht es nicht, ne? Ich kann jetzt nämlich eine Szene ausmachen und eine anmachen und dann bin ich jetzt zum Beispiel hier am Flying. Fly via Fly Guy. So, jetzt könnte ich noch einen Trick machen. Jetzt mache ich nochmal einen Source-Clone. Zweiten Source-Clone. Wieso macht denn das? Was denn? Source-Clone 2 nimmt das jetzt. So quasi die gleiche Szene, die ich hier schon mal habe, zweimal übereinander legen. Jetzt habt ihr mich hier. Zwei in Source-Clone 1. Wenn ich die ausmache, dann ist das so und das ist so. Nehme ich den zweiten Source-Klon und haue da einen Blurfilter drauf. You see where this is going, oder? Jetzt nehme ich den Composite Blur, das ist ein ganz neuer Filter, der fast keine Rechenleistung braucht und den stelle ich auf Null Kavase, das braucht nämlich fast nichts und jetzt kann ich ihn wieder. Jetzt könnte ich einen Spiegelreflex Blur simulieren, indem ich jetzt einfach so ein bisschen weich zeichne, für Leute, die nur eine normale Smartphone-Kamera haben. Und dann nehmen wir ein bisschen weniger. Ich kann natürlich auch eine Effektmaske setzen und einen Hintergrund. Effektmaske setzen auf das Plus. Ne? Da kann man mit rumspielen, kann man multiplizieren und rumarbeiten und Massivity-Wert nehmen. Schau dir das an. Das sieht schön aus, ne? Und dann kann ich damit ja rumspielen. Ich könnte natürlich auch ein anderes Bild setzen. Also, seht ihr, ich kann es an- und ausmachen. Das heißt, ich könnte jetzt so hingehen und könnte es blurren, wenn ich will. Und dann kannst du natürlich auch noch reingehen, kannst in diesem NVIDIA-Filter auch besser oder schlechter einstellen. Wie viel Maskenaktualisierung der Frames könnte ich jetzt zum Beispiel hochhauen? So, mach mal 4 und den Schwellenwert könnte ich noch ein bisschen einstellen. So, die Detection. Ne? Und dann sieht man, dann kann ich so den Blur. So ist jetzt. So ist zu langsam, ich muss es schon auf schnell stellen. Das ist in Ordnung, jetzt müsste ich natürlich, da muss man rumspielen. Muss man rumstellen, oh, den Blur zum Beispiel hier auf 15 stellen, dass es nicht obstrusiv ist. Nicht so krass. So, jetzt seht ihr zum Beispiel gar nicht mehr, dass einer da ist. So könnte man eher den Look einer Spiegelreflex simulieren, weil jetzt zum Beispiel die Haare und so, die werden dann alle weich. Na? So, ich zeige euch mal, wie das geht. Wie leicht man das eigentlich machen kann. Und zwar nehme ich dafür ein Fensterchen. Einfach um euch zu zeigen, wie man das hier auch mit dem Smartphone das Ganze relativ einfach und schnell machen kann. So, ich habe hier eine Quest-Szene. Kann ich das auch? Szene? Ich gehe mal auf diese Kamera, um es euch zu zeigen hier. Das ist jetzt zum Beispiel meine Quest-Szene für dieses Bild hier. Und die würde jetzt zeigen, wenn ich jetzt wechsle, zeigt sie die richtige. Ah ja, gut. Dann, wie mache ich das in OBS jetzt?
könnte das hier einfach nehmen. Und zwar ich möchte nämlich. Ja, ich möchte es einfach spielen. Ja, das geht. So, zeigen wir es so. Das ist die Quelle, die ihr unten rechts seht. Also mich hier. Hier, das hier. Hallo, Kamera. Das ist das hier. Das heißt, wenn ich die zwei Sachen ausmache, ist Blur aus. Und wenn ich die Quelle hier auch ausmache, dann seht ihr eigentlich von mir nichts mehr. Das sieht man hier drin, in diesem kleinen Fensterchen. Jetzt bin ich weg. Hier bin ich gekeyed. Da habe ich den NVIDIA-Endrauschfilter draufgelegt. Und wenn dieser NVIDIA-Endrauschfilter an ist, dann kann ich damit. Also hier. A-Filter drauf. So, mach das mal. Kann ich das, ach, das Fenster geht da drüben auf. Filter einstellen. So. Dann dieser NVIDIA-Hintergrundfilter. Hier ist die Szene. Und hier habe ich die Szene einfach nur kopiert und habe den Weichfilter drauf. Ausmachen, hier viel, dann ist alles drin. Das ist alles. Schwarze Magie übrigens. Völlig schwarze Magie. Aber so kann man dann aus einer Handycam noch mehr oder weniger Spiegelreflexqualität rausholen. Ich dachte, wenn ich Droid OBS zeige, dann zeige ich wenigstens sowas schon mal. Dass die Leute auch wissen, dass das ohne viel Geld umsetzbar ist. Dass man da was halbwegs Vernünftiges auch für Meetings oder Zoom-Calls hinbekommt. Ohne Rechenaufwand. Na, da kannst du viel rumspielen. Mehrweg, ja, sieht natürlich unnatürlicher aus. Ich könnte jetzt aber auch die High-Performance-Rechenleistung-Version nehmen. Ich habe aber 16 Kameras und 10 an. Es geht auf die GPU, die ist voll. Dann ist es ein bisschen schwierig. Welches, wenn ich was verstelle, geht der Ton aus? Was? Was? Den Augenfilter haue ich übrigens nicht drauf. Also das, ich mag den Augenfilter nicht. Der Moritz ist ein Fan vom Augenfilter, ich bin kein. Was hast du gegen den Augenfilter? Der ist super bräulich. Der ist super bräulich. OBS gibt dir keinen Ton raus bei den Kopfhörern. Also wenn OBS und Audio Routing ist ein ganz spezielles Ding. Ne? Ich selber nutze das Plugin Audio Monitor und pro Quelle und Szene Audio per Hand routen. Und habe dann DSK über allen Quellen liegen, der dann das Audio managt. Das heißt, ich habe eine Szene, die liegt virtuell über allen anderen Szenen und ist immer sichtbar, die macht das hier. Und in der sind alle Audioquellen, die ich will. Und löse es nicht über den integrierten Audiomixer und sende das dann an mein dediziertes Mischpult und mache mit dem weiter. Weil immer wenn du die Quelle wechselst oder was machst, dann geht der Ton aus, weil du in einer anderen Quelle bist und der Ton von dir war nur in dieser Quelle. Und wenn du eine Szene wechselst, dann steigt der Ton auch mit aus. Zeig doch mal bitte das Interface von deinem Brocade. Ich habe das Interface von Brocade nie genutzt, denn es war Telnet. Und ich habe Moritz gesagt, bitte schalten mir einfach alle Routings zu allen Richtungen frei, weil er sich mit dem Brocade auskennt und ich nicht. Und er hat es dann im Telnet gemacht und das war's. So hatte ich den dann konfiguriert. Mach alles nach alles, weil meine OpenSense steuert eh alles. Und dir dein komisches Webinterface eingerichtet. Aber funktioniert's? Ich möchte mit drei. Ja, so funktioniert ja alles. Ne? Einmal, ne? Läuft. Schön. Ich möchte Ihnen drei neue Monitore zulegen. In 32 Zoll kannst du was empfehlen. Samsung Neo QLED E9. Und zwar nicht den aktuellen mit 8K, sondern den 5K von vor 2 Jahren, den ich gerade habe. Bombe. Mit der neuesten Firmware funktioniert er super. Ich brauche nicht, ob es Internet braucht. Droidcam geht nur über WLAN, ne? Also außer, es geht auch übers Internet. Oh, jetzt wird's spannend. Droidcam kannst du nutzen, wenn du ein VPN hast, wie WireGuard, und hast LTE an. Und hast WireGuard an und du machst Droidcam auf, kannst du das Bild nach Hause schicken an dein OBS. Das verbraucht aber Bitrate, also mindestens 2, 3, 4 Mbit. Na, also klar. Ja, USB geht bestimmt auch. Habe ich bis jetzt noch nicht probiert. Hat jemand Erfahrung gut mit Pipewire-Modulen? Auf Windows nicht. Pipewire ist für Linux ja, aber für Echo Cancel für Arch, ja, Pipewire habe ich mit gearbeitet.
Wenn OBS startet, geht bei mir das Audio nicht mehr. Wenn OBS geschlossen ist, geht es wieder. Woran liegt das Problem? Dann hast du eingestellt, dass das Audio Exclusive-Modus hat. In Windows, das kannst du unter den Mikrofon- und Boxeneinstellungen einstellen über die Audio-Interfaces. Und das heißt, OBS hat Exklusivzugriff und schaltet alles andere ab und nutzt dieses Interface dann. Das kannst du in Windows ausmachen, dass Applikationen exklusiven Zugang haben. Ja, VOD Ninja geht überall, brauchst du nichts. Genau, über Browser. Ein Browser H264. Das ist eine App, die direkt, ist quasi ein RTSP-Stream, der direkt gebaut wird auf dem Handy. VOD Ninja hasse ich, weil das immer asynchron läuft irgendwann. Welche einfache Nutzung möchtest du? Sag mir einfach, was genau du wissen möchtest und erklär gerne. Wie lange geht mein Handy nicht? Die irgendein Problem damit hat, weil der verbindet sich einfach nicht, wenn ich auf Verbinden klicke. Das geht einfach nicht. Wenn du im Development-Modus von Android bist, den kannst du immer aktivieren. Dann kannst du Aggressive WLAN Handoff und solche Sachen einstellen. Und auch da könntest du einstellen, ob er Downwards-Compatibility hat. Wenn jetzt ein WLAN zum Beispiel 5G hat und dein Handy kann nur 2G und die haben aber die gleiche SSID, könntest du zu Verbindungsproblemen kommen und so weiter. Im Development-Modus von Android kannst du viel einstellen meistens und vielleicht kannst du da auch die Kompatibilität verbessern. Da gibt es sogar einen Knopf dafür, der das macht. Und wo kann ich das ausstellen? In Windows? Schauen wir doch mal, ob ich das noch weiß. Ist immer gar nicht so leicht. Also in Windows unter den Einstellungen gibt es immer ganz viel Zeug. Und wenn du dann Exklusivmodus hast, dann gehen wir doch mal auf. Wo ist denn Sound? Dann hast du hier Sound-Lautsprecher und da kannst du ja alles einstellen, was wohin geht. Dann gehst du am besten auf weitere Soundeinstellungen. Hier. Und auf Berechtigung. Ich glaube, Berechtigungen liegen hier. Oder nein, unter Apps, oder? Im neuen Windows ist das alles räudig. Erweiterte Einstellung für Apps. Nein. Haben wir denn diese Berechtigung? Ich glaube, es ist wirklich unter Datenschutz und Sicherheit. Und Datenschutz und Sicherheit gehst du hier auf Kamera oder Mikrofon und dann kannst du sagen, welche App auf was zugreifen darf und welche nicht. Und da kannst du schon mal schauen, ob alles richtig eingestellt ist. Jetzt kannst du als nächstes aber auch hier hingehen in die Soundeinstellungen, kannst zum Beispiel auf dein Audio-Interface gehen, wie jetzt hier wäre eins, Eigenschaften, unter Erweitert, Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät, ausmachen, den Exklusivmodus. Das sollte auch reichen, jedenfalls oft. Systemsteuerung war tausendmal besser, ja, aber das mit der Rechteverwaltung wird halt pro Update immer irgendwie noch schwieriger. Ah, du wolltest die Verbindung erklären. Okay. Stimmt. Wenn ihr DroidCam habt als App, die verbindet sich mit einer. Ah, ich hab's Licht angemacht. Mit einer IP. Seht, die geht bei mir instant an. Das heißt, das ist eine Kamera. Ich mach mal hier extra Stopp. Und der sagt dir, pass auf, du legst einen Port fest. Bei mir ist der Port 4747. Und klickst auf Start. Dann wird die IP genommen und der Port. Und damit hast du dann quasi einen HTTP-Link. Den könntest du auch im Browser aufmachen. Machen wir doch mal, oder Moritz? Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Ich lehne die Kamera jetzt hier mal an. Einfach mein Handy lehne ich jetzt hier an. Und jetzt gehen wir hier im Browser hin. Jetzt gehe ich hier hin und sage 192.168.178.1.7.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 8.
Und damit kannst du dann quasi herumschwimmen. Und im OBS gibst du das anders an. In OBS klickst du dann hinzufügen, Droid Cam. Das ist ein eigenes Plugin, das du installierst und das öffnet dann ein Fenster. Ja, wurde nicht angezeigt, weil OBS könnte auf die Verstummen. Aber wenn ich dann rübergehe, Bild im Bild ist immer so. Ich gehe mal jetzt auf das Handy. So. Ich habe es jetzt zu dunkel eingestellt, richtig? Ja, ich habe es zu dunkel eingestellt. Warte. Upp. Gehst du hier hin, dann hast du hier so eine Droidcam-Quelle, die kannst du anklicken. Dann hast du so eine Maske. Kannst entweder auswählen H264, MJPEG, die Auflösung, Wi-Fi-IP verwenden. Kannst aber auch sagen, hey, ich will nicht die Wi-Fi-IP verwenden, sondern eine andere IP verwenden. Das kannst du nicht deaktivieren, wenn sie läuft. Du kannst eine LAN-IP nehmen, eine Wi-Fi-USB, kannst auch per USB verbinden. Dann kannst du das Audio an- und ausmachen und sagen, ob er beschleunigen soll. Beschleunigen würde ich immer anmachen. Dann hast du dieses schöne Bild. Bestes Plugin. Und es gibt zwei Plugins für OBS. Einmal, um das Ganze nutzen zu können als Webcam für Teams und einmal, um es hinzuzugehen. Das ist quasi wie ein kabelloses USB-Kabel. Gefühlt. Ne? Oder wie ein Capture Card. Morgen früh wieder nach Hause. Oh. Krankenhaus ist immer ein Spaß. Viel Glück. So. Moritz? Ja. Freut es gut, oder? Ja. Freut es mal gut. Ende. Ja, war eine lange Woche. War ein langes Zeug, viele Videos vorbereitet, ich habe viele Vorbereitungen gemacht für Videos. Der Moritz kann davon ein Lied singen, der war am Mittwoch mal mit im Stream und ich habe ihm ein paar Workflows gezeigt, ein paar Notes von dem, an dem ich gerade arbeite. Ja, ich hab ganz genau verstanden, was du gemacht hast, bestimmt. Mhm. Ja, also das ist das nächste Rabbit Hole. Und das ist, glaube ich, das größte Rabbit Hole, das ich jemals aufgemacht habe. Von der Komplexität. Also es ist komplett. Also ich weiß noch gar nicht, wie ich das mit einem Video bearbeite. Normalerweise müsste ich da 30 oder 40 Videos zu machen, um überhaupt das Background zu haben, um es zu verstehen. Ich versuche erstmal so ein Teaser-Video zu machen, ob überhaupt Interesse dabei ist. Es gibt keinen Kanal, der dieses Thema behandelt mit viel Interesse oder der viele Klicks generiert. Es ist ein wirkliches Deep Dive Rabbit Hole von unendlich geilen Möglichkeiten, aber super trocken. Wo gibt's das Kabel? Das seht ihr in dem Video, das ich dazu rausbringe. Das hype doch schon mal für das Kabel, oder? Mhm. Ja, den Entwicklermodus sollte man anhaben. USB-Debugging an für USB-Modus. Ganz wichtig für die Droidcam. USB-Debugging an. Verbrochen habe, WPA. Ich kann es dir nicht sagen, Wolfgaming, aber auf jeden Fall sind da welche Einstellungen. Du könntest auch natürlich schauen, dass du den Modus änderst auf deiner Fritzbox. Gibt es den 20 und den 40 MHz gleichzeitig Modus und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Modi, die du mal umstellen kannst und kannst es probieren. Wie bekomme ich getrennte Audiogeräte aus dem Soundmanager? Wenn sie getrennt sind, werden sie eigentlich nicht angezeigt. Du kannst deaktivierte werden angezeigt. Wenn sie jetzt deaktiviert sind, aber getrennte werden eigentlich nicht angezeigt. Nie. Kabel, Cut. Nee, das geht nur um USB-Kabel. Vor allem um USB-Ladekabel, die viel Strom können, ohne zu brennen. Ja. Wer wird immer heiß? Die Kabel? So. Werden sie auch meistens. Vor allem, wenn sie viel Saft leiden. Habe ich eine Backup-Strategie? Natürlich. Einmal on-site und einmal off-site. Meine derzeitige Backup-Strategie steht im Rack. Ich kann es euch aber noch nicht zeigen, weil das Video zu demnächst kommt. Ich kann euch aber schon mal die Oberfläche zeigen, auf der diese Backup-Strategie läuft. Das ist diese hier. Und die läuft gut. Diese Backup-Strategie läuft richtig, richtig gut. Die hat unter anderem jetzt noch ein Backup, mein drittes Backup Nextcloud neben FileRun. Plus ein Uptime-Kuma laufen und so weiter und verbraucht 2 Watt. 2,3 Watt, sorry. Das hier ist meine Backup-Platte on-site. Eine meiner Backup-Platten on-site. Und off-site habe ich auch noch. Und ZFS und Parity, was ja kein Backup ist, aber es ist eine schöne Sicherheit, wenn man sie hat. Jo. Nee, der Moritz ist bei mir kein Backup. Wann gibt es das Video? Das Video dazu wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche rauskommen und das Video zu dem Backup-Strategie-Ding was und so weiter in 2-3 Wochen. So ungefähr. Ich bin keine Backup-Strategie, Alex.
Nee, du bist keine, weil meine Leitung 5 Mbit Upload ist keine Backup-Strategie. Das ist, wie machst du deine Offside-Backups? Indem ich Tapes woanders hintrage. Ja, machst du das auch regelmäßig? Mache ich. Für die Sachen, die wichtig sind, mache ich das. Die werden auf tepoliert und dann werden sie physisch dahin getragen. So ist es in Zeiten, wenn man kein synchrones Gigabit-Internet hat. Ja, wann lässt du dir mal. Es war keine Backup, das Betriebssystem. HSOS könnt ihr euch auf GitHub runterladen, ist aber kein sicheres und dann kannst du fast nichts einstellen. Wenn du was einstellen willst, musst du es im Terminal machen. Es ist nicht dafür gedacht, viel einzustellen. Es ist dafür gedacht, dass es grundsätzlich SMB gibt und dass man Files draufladen kann und runterladen kann über SMB und Docker starten, nicht viel managen und dafür dabei nur 2 Watt braucht. 2 Watt. Und man kann dazu so. Kein Backup. Ja, und da läuft gerade hier eine Nextcloud drauf, die mein Filesystem organisiert und managt und macht. Da mein SMB und da sind meine LUTs und Ventoy und bla und OBS und Zeugs. Und wenn ich das offen habe, sind es 3 Watt. Ja. Ne? Und das ist SMB, das geht aufs Android. Also Android habe ich darin gemountet und das geht mit meinem Nextcloud in Sync. Und dann habe ich da noch 1-2 Docker laufen und meistens Veeam läuft da drauf. Das braucht nur 2-3-4 Watt. Der ganze PC mit Festplatten, 3 Festplatten dran. Also 3 SSDs. Ja, yep. Deswegen KSOS, wenig Watt. Aber das im Video, ne? So. Das geht nicht darum, dass das viel, viel spezial kann, sondern einfach grundlegend ein paar Docker laufen, ein paar Ports offen, laufen, SMB läuft. Aber sonst ist nichts. Kennst du CrashPlan als Cloud-Speicher für Backups? Bekommen wir endlich viel Speicher für, glaube ich, 10 Euro. Ja, aber ich traue keinem anderen Anbieter meine Daten an. Da Datenlecks und Leaks und so weiter immer möglich sind, Tokens immer abgegriffen werden können, Cloud-Anbieter wie Azure, so viele, wir hatten es heute als Microsoft Azure, 38 Terabyte Datenleak. Ich vertraue denen nicht. Wenn du Backups wichtiger Daten nach Offsite schiebst, zu einem Anbieter, dem du nicht vertraust, beziehungsweise wenn... Verschlüsselt man die normalerweise, das ist schon klar. Dann verschlüsselst du das. Ja, dann das ist mir schon klar. Dann wäre es auch kein Problem, wenn sie irgendwo geleakt werden, wenn du eine Ordnung hast. Ja, aber da habe ich trotzdem keinen Bock drauf. Und da zahle ich auch nicht und da mache ich auch nicht, weil abgesehen davon kann ich gar nicht, ich persönlich kann mit sowas gar nichts anfangen. Habe ich ein Cloud-Backup? Ja, cool, ich habe trotzdem nur auf einer Leitung 5 Mbit. Wenn ich beide Leitungen nutze, 10 Mbit. Eine TGF-Folge allein hat 700 GB. 3 Tage Upload für eine TGF-Folge. Das wird auf SSDs im Atomos aufgenommen. Mit nur, ne? Ihr versteht. Das sind 1400 Sekunden. So. Nee, falsch. Gibt es eigentlich eine Live-ISO-Windows? Nee, wird es auch nie geben. Was du machen kannst, es gibt Mini-Windows-ISOs, die sind 50, 60 MB groß und booten rudimentäres Windows mit einem Terminal, also mit einer CMD. Ne? Ich meine, ich habe, wenn ich Glück habe, 90 Mbit Upload. Wenn ich Glück habe und beide Leitungen gut gekoppelt kriege zu jeweiliger Verbindung. Wenn ich ein YouTube-Video hochlade, brauche ich auch eine Dreiviertelstunde, weil das 7 bis 8 GB sind. Ist so. So, du sagst, durch 10 Mbit hast du? Ich habe 40 Mbit und 50 Mbit. Upload, den du freimachen kannst. Bei 10 Mbit wärst du dann... Bits? Nein, das stimmt nicht. Nicht in 200 Jahren. Es gibt Leute, die haben jetzt schon Quantencomputer und auch Hacker haben Quantencomputer, mit dem sie Brute Force in 0, nichts erledigen. Auch bei Verschlüsselungsmitteln, die man noch hat, sicher Geld. Weil wenn du es auf 10 Mbit beschränkst, bräuchtest du nur 6,6 Tage. Ja, genau. Wenn du 40 Mbit machst, dann sind es 1,6 Tage. Jetzt sagen wir mal, ich mache inkrementielle Backups. Auch das ist schon. Das ist jetzt einer meiner Computer, mein Haupt-PC, nur dieser Computer. Schaut euch die Drives an, passt auf. Backup, ha? Das sind 2 Terabyte, 1 Terabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 120 Gigabyte, 500 Gigabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte, 2 Terabyte, 1 Terabyte. Also ich frage, was du alles... Das sind nur Festplatten an diesem PC. Ja, alles halt, ne? Was du sichern musst, deine Spiele,
weiß nicht, ob du sichern musst. Meine Spiele, die sind, weißt du, wo meine Spiele liegen? Rate mal. Hier. Ja, auf der Spiele. Das sind 200 Gigabyte. Da liegen sie nicht mehr drauf, schon lange nicht mehr. Aber das sind 200 Gigabyte. Warum hast du denn eine Spieleplatte? Weil ich meine Festplatten nie umbenenne, dass ich mir das einfach im Kopf habe, für was ich sie immer gekauft habe. Ich nutze sie nicht, für was ich sie gekauft habe. Deshalb heißt meine Schnittplatte auch Corsair. Und die eine heißt Schnitt 2, aber es gibt keine Schnitt 1. Ist die Frage, musst du deine mit dem aktuellen Schnittzeug auch Offsite sichern? Ja, natürlich, weil das sind Presets und so weiter. Da drin liegen nicht die Files. Ja. Die Files liegen auf dem Unraid. Die Files, die da drauf liegen, sind aktuelle Presets oder B-Roll oder gekauftes Stock-Footage. Ja gut, aber die ändern sich ja nicht, die sicherst du einmal. Ja, die ändern sich nicht aus, es kommt was dazu, ne? Inkrementell, aber es ist trotzdem viel für das erste Backup. Und dann würde ich mal sagen, wäre es wöchentlich so 800, 900 Gigabyte. Was machst du übers Wochenende? Übers Wochenende darf deine Familie das Internet nicht nutzen und fertig. Ja, das würde ich funktionieren. Ja. Warum nicht? Und das ist jetzt ein PC, ich habe ja mehrere PCs, ne? Die gebackupt werden müssen. Müssen wie der da drüben oder der da hinten. oder Home Assistant, die VMs und Docker. Ja, die kommt gar nicht, weil, ne? Gibt's hier nicht. 15.000 Euro für eine Glasfaser muss ich zahlen. Ja, so, eine Frage zum HPAD deaktivieren. Wie macht man das richtig? Einfach im Device Manager deaktivieren? Oder unter CMD BC Edit. Du machst unter CMD BC Edit, machst die HPAD auf. Im Device Manager machst du auch den HPAD Controller aus. Und dann, wenn HPAD aus ist, gehst du noch rein und setzt die Tick Rate um. Das kannst du mit Timer Resolution Tool machen und dann setzt es auf 0,5 Millisekunden. Das musst du aber bei jedem Neustart neu machen. Am besten schreibst du dafür eine BAT-File. Und dann bekommst du ruckelfrei alles hin. Circa 45 Terabyte an Daten, ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger, ja, das kommt hin. Deshalb sterben bei mir auch die SSDs für Schnitt und so weiter häufig, ist klar. Geht aber jedem im professionellen Bereich so. Das ist richtig, ich generiere ziemlich viele Daten und das ist jetzt noch nicht mal das. Jetzt, wo ich viel mit dem Projekt arbeite, mit dem AI-Zeug und so weiter, verbrauche ich allein 3 Terabyte nur an Modellen und Zeugs. Wo speichert man sowas? Auf Tape? Alles, was ich nicht mehr brauche, wandert auf Tape. Tape günstig, Tape viele Terabyte. Nee, warum? Weil bei uns gibt es keine Glasfaserleitung. Die gibt es nur in der Innenstadt. Und um vom D-Slam Glasfaser ins Haus zu bekommen, muss die Hauptstraße aufgerissen werden und eine Leitung zu mir zum Haus gelegt werden. Das kostet so um die 15.000 Euro. Zahlen die nicht, weil ich der Einzige bin, weil hier der Ausbau nicht vorgesehen ist. Jetzt stellt euch mal vor, wie dieses Datenwust natürlich ist, ne? Wenn du so viel Backups machst, speicherst, hin und her arbeitest und dann sterben Festplatten, was ja dauernd passiert, oder SSDs oder NVMEs. Und wie dein Arbeits- und Workflow dann wieder unterbrochen ist, weil du Sachen wieder herstellen musst oder neue Sachen kaufen musst und wie teuer das ist. Allein die SSDs, mal so wieder random so 100, 200 Euro weg, die du nicht hast, weil du musst ja für Kinder auf Geburtstagsgeschenke kaufen oder einkaufen gehen. Das ist jedes Mal so ein halbes, oh mein Tag ist gelaufen. Ah, Starlink keine Option. Das ist doch super langsam. Abgesehen davon sind letztes Jahr, pro Jahr stürzen 200 Starlink-Satelliten übrigens ab, ne? Die verglühen. Gut, 200. Ist jetzt rausgekommen. Aber Starlink hat auch nur, ich weiß gar nicht, was das hatte, 10 Mbit Upload garantieren sie dir über, ich weiß gar nicht wie viel. Auf 40 kommst du, glaube ich, gar nicht. Von daher ist es nicht besser. Das sind beide Leitungen von Alex besser. Einzeln. Ja, so einmal hochgeladen hat, war jeder Hans Zugriff auf deine verschlüsselten Daten. Die speichere ich offline und die code ich in X-Jahren. Da kannst du nichts machen. Abgesehen davon kannst du sagen, hey, pass auf, jemand hätte den Datenleak in dieser Cloud. Und die letzte Runde, die sind zwar verschlüsselt, diese Daten, aber dann buchst du dir einfach einen Online-Dienst. Ich sage jetzt nicht, welche es gibt, auf denen laufen zum Beispiel AI-Algorithmen, die mit Quantencomputern beschleunigt sind. Die kosten ein bisschen was. Und auf denen kannst du Dienste wie Brute Force buchen. Und die arbeiten richtig, richtig schnell mit TensorFlow-Optimierungen und AI-Optimierungen. Alex. Ja, unknackbar ist nichts. Und dann lässt du das halt mal ein halbes, dreiviertel Jahr im Coden. Ja. Ist alles knackbar. Die Sache ist es
den Zeitaufwand wert. Wenn du... Der Angreifer muss abwägen. Ist der Wert dieser Daten mir den Aufwand wert? Pass auf, nein, du denkst falsch. Du denkst noch wie westliche Länder. Du gehst jetzt mal rüber nach Fernost, wo jedes dieser Hacker-Teams staatlich finanziert ist. Ja. Und die quasi unendlich Rechenkapazität geschenkt bekommen für ihre Arbeiten. Alex, die haben nicht unendlich Ressourcen, um alles von jedem zu entschlüsseln. Nee, das nicht. Aber sagen wir mal, du hast jetzt... Das ist für dich sehr einfach, das sehr kompliziert zu machen. Das richtig, sie werden es trotzdem versuchen und sie kaufen ja auch viel Quantentechnik auf und ASICs dafür. Da gibt es ja einige mittlerweile schon. Ich hab mir mal die neuesten Paper-Statistiken dazu angeschaut. Was kann ein Computer, wie schnell die in Brute Force sind? Die sind logarithmisch schneller als normale Computer in Brute Force. Da rentiert sich das, wenn du da Jobs queues. Moritz, glaub mir, und es wird von Jahr zu Jahr nur schlimmer. Im industriellen Bereich. Natürlich. Bei Industriespionage. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. In 20 Jahren sieht es ganz anders aus. Auf jeden Fall. Aber du kannst das sehr, sehr aufwendig machen, das zu entschlüsseln. Und ist die Frage, wie wertvoll sind deine Daten, wenn in 20 Jahren noch wertvoll für irgendjemanden? Pass auf, das Wichtige ist, ne? Klar, du kannst alles verschlüsseln und so weiter und so fort und so fort. Ja, ich, H256, da verwendest du was viel. Ich hab viele Steuerdaten hier. Ich hab meine Elster Keys auf diesem PC. In meinem Backup sind Dokumente, ne? Von Geburtsurkunden über finanzielle Urkunden und so weiter, alle natürlich digitalisiert. Das sind ganz viele Dinge, die gefährlich sind, wenn die an andere Hände geraten. Klar kann ich die verschlüsseln, aber wenn ich alles backuppe und die in eine Cloud lade und die liegen da 20, 30 Jahre. Weißt du, wie du dich. Ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was das Wort dazu ist. Und der einzige Grund, warum jemand versuchen sollte, das zu entschlüsseln, ist, weil du jetzt sagst, dass du in deinem Backup deine Keys hast. Nee, ganz ehrlich, ein Backup von deinen Rohvideos, das interessiert kein Schwein. Ja, aber es geht ja um die Privatleute. Warum, ne? Niemals gebe ich. Wenn du da Terabyte große Archive hast, die du mit x lang Schlüsseln, was weiß ich, du kannst komplett übertreiben, machst ein 12.000 Bit lang Key. Das nächste, Moritz, ja, es muss ja nicht Brute Force sein. Wir haben ganz viel AI laufen und ganz viel Quantum Computing laufen. Wenn die Sicherheitslücken oder Schwachstellen in der Encryption finden, und es gibt in jeder Encryption-Methode irgendeine Schwachstelle, um was rausziehen zu können und sie zu cracken, kannst du mir nicht sagen, du musst es nicht mal ganz entschlüsseln. Es gibt mittlerweile genug Geheimdienste, die anhand des Flickerns... Alex. Warte. Alex, es gibt Verschlüsselungsmethoden, die seit mehreren Jahrzehnten ungeknackt sind. Ja. Da werden nur die kleineren Versionen dieser Verschlüsselungsmethoden als geknackt gekennzeichnet oder angesehen. Ja, ja. Weil die Rechenleistung einfach so weit gestiegen ist, dass du die online mittlerweile... Moritz, ich hatte in der Uni Kryptografiekurse. Ja. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wie SISA-Schiffeln funktioniert. Ich weiß, wie höhere Kryptografie funktioniert. Das ist mir klar. Ja. Das Ding ist, Verschlüsselung, Beispiel, ja, der Geheimdienst oder verschiedene Geheimdienste haben die Technologie, wenn sie mit einer Kamera auf eurem Bildschirm halten und du überträgst Daten oder die filmen die LED mit, das Flackern dieser Lichter anhand der Stromspannung, können sie die Daten entschlüsseln, nur am Flackern der LED der Stromlichter der Geräte. Nein, daran so gut sind die. Können sie abgreifen, nicht entschlüsseln. Ja, darin können sie abgreifen. Da du aber zum Beispiel jetzt mit der Maus einen Klick hast, offen hast und du tippst was ein, selbst jeden Tastendruck kann man erkennen, wenn du dein Passwort eingibst oder. Das ist richtig. Deswegen, es gibt... Mit genug Ressourcen? Ja. Ich ziehe nicht den Aluhut auf. Was ich sage ist, dass für jetzt sind es viele Ressourcen. In ein paar Jahren ist es ein Witz. Und dann kann jeder... In ein paar Jahren, Alex, selbst in ein paar Jahren, zum einen werden es immer noch viele Ressourcen sein. Und du bist kein Ziel, das interessant ist. Ressourcen werden günstig. Nur im Ober. Wir sind kein Ziel des Interessantes, sonst würde uns ja auch dieser TikTok-Bot nicht angreifen. Alles ist interessant für die richtigen Personen. Und du weißt nie, welche Person, und selbst wenn dir jemand nur eine Ransomware unterschieben will. Was ich nicht will, ist, eine unbekannte Bedrohung gegenüberzustehen als Person
von der ich noch gar nicht weiß, dass sie existiert, weil sie jetzt noch nicht existiert, ist genauso wie die Leute, die heute studieren und lernen, arbeiten oder lernen für Jobs, die es jetzt noch nicht gibt. Wir leben in exponentiellen Zeiten. Da ich nicht wissen kann, was in 10 Jahren ist, was es da gibt und was da passieren wird, kann ich die Bedrohung nicht abschätzen. Und weil ich eine Bedrohung nicht abschätzen kann, muss ich so sicher wie möglich arbeiten, um dann nicht zu sagen, ach, hätte ich doch. Ganz kurz, was gerade im Chat geschrieben wird. Nur ich bin nur voraussichtig. Nur weil es Quantentechnik gibt, Quantencomputer, heißt es nicht, dass asynchrone Verschlüsselung tot ist, beziehungsweise geknackt ist. So schwarz und weiß ist es nicht. Asynchrone Verschlüsselung, wenn du es so betrachtest, ist auf einer unteren Ebene immer noch eine synchrone Verschlüsselung. Übrigens, witzigerweise, ne? Mittlerweile ist es möglich für Leute, die nicht in eurem WLAN sind, anhand von gezielten Handshakes und so weiter und Pings an die WLAN-Geräte zu orten, wo sich eine Person im Raum befindet. Ihr seid ortbar und trackbar, jedes Gerät von jeder Person von überall. Und zwar im Raum ortbar. Nur dadurch, dass gepingt wird. Und das ist völlig crazy. Und das funktioniert nicht nur durch Wände, es funktioniert über ganz viele Distanzen. Diese wurden natürlich mit AI-Dings-Unterstützung gemacht. Ich schaue mir diese Geheimdings-Dinger schon an. Das ist völlig verrückt. Und das ist das, was wir wissen. Was wir wissen, ist aber für die schon alt. Das ist schon 15 Jahre alt. Alles, was die Öffentlichkeit weiß, ist immer veraltete News. Wir wissen nicht, wo der aktuelle Stand ist. Und es wird uns auch sicher nicht gesagt werden. Ja, gut, militärische Zwecke und so weiter, klar. Zwecke, sehr geil, sehr geil, sehr, sehr geil. Da gibt's einen Dude, der hat auf Reddit seinen Thread aufgemacht, ne? Der ist kredibel. Sehr kredibel. Wie weit die Infos kredibel sind, weiß man nicht. Und er hat gemeint, ja, vor ein paar Jahren, so 15 Jahre her, hat er mal für ein Unternehmen gearbeitet. Natürlich brauchst du die Pläne der Räume. Sonst geht's nicht. Aber hat er für ein Unternehmen gearbeitet? Und dieses Unternehmen, er musste NDAs unterschreiben und so weiter, hat daran gearbeitet, Materialien, Nanomaterialien zu machen, die bei gewissen Frequenzen verklumpen. Und die sind nicht nachweisbar im Wasser oder so. Ja, das heißt, wenn mir jemand das gibt zum Trinken, ist nicht nachweisbar im Wasser und dann bestrahlt mit einer Frequenz, verklumpen die und auf einmal hat die Person halt einen Schlaganfall. Waffentechnisch. Ich sag nur, es gibt Dinge, von denen können wir uns nicht vorstellen, dass sie schon existieren. Aber was existiert, ist, dass wir zu langsam Schluss machen werden, oder? Das ist nicht interessant. Nee, das wird nicht interessant. Das sind einfach so Sachen, von denen ich gar nicht wissen will, ob das echt ist oder nicht. Oder von denen ich nicht, weil wir sind hier ein Feelgood-Kanal eigentlich. Deswegen achtet auf euch, achtet auf eure Backups, ja? Achtet auf eure Backups. Irgendwie nach 0 Uhr passiert es öfter mal, dass solche Themen aufkommen. Ach ja, das ist... Schade wird gerade... Naja, das Ding ist, ich beschäftige mich ungern mit solchen Thematiken. Auch wie ich Moritz... Podcast, zieht euch einen Podcast rein. Zieht euch einen Podcast rein. Denn ich habe angeteasert, warum der Mond sass ist. Aber nicht erklärt, warum ich den Mond sass finde. Und dann habe ich es nach dem Podcast dem Moritz erklärt. Und er so, ach, das ist ja langweilig, das ist ja gar nichts Schwurbliches. Nein, ist nichts Schwurbliches. Hat nur wieder mit Wirtschaft zu tun und Finanzen. Aber es ist trotzdem interessant. Ja. Alles hat immer nur mit Finanzen zu tun. Ja, es ist alles nur kapitalistischen Finanzen. Nichts mit Superelfen, die rumtanzen, Aliens, die irgendwas machen oder so. Es geht immer nur ums Geld. So ernüchternd, wie es ist. Jedes Geheimnis wird zaubern. Wenn du schon anfängst zu schwurbeln, dann wird es interessant, aber ansonsten nur, die wollen, ja. Ja, weil ich halt kein schwurblicher Idiot bin, sondern einfach nur kritisch und vorsichtig. Ja, Till Heldmann, der moderiert unsere Streams. Der gibt uns vor, was wir zu sagen haben. Ja, diese. Ich liebe Menschen, die sich nicht kritisch mit der Realität auseinandersetzen. Aber. Reden wir gar nicht drüber. Mittlerweile ist die Welt nur noch irre. Und persönlich kann ich meine Meinung nicht kundtun, denn ich würde gerne mehr Schellen verteilen, als ich Kraft in meinen Armen habe. Aber. Das offendet ja wieder alle. Alex? Mach den Alias und werd darunter richtiger Verschwörer. Ich fände es jetzt. Ja, das eventuell Ding ist, kriegst du damit auch mehr Aufmerksamkeit. Mittlerweile werden ja alle Leute, die wo dran. Erst würden sie als Verschwörer. Kennt ihr noch den Schauspieler, der Get Into the Greek, den Musiker gespielt hat? Der, ich gehe jetzt nicht näher auf die Thematik drauf ein, der hat einen Kanal auf YouTube, wo er für einige Leute schwurbelt. Ne?
kein Verschwörungstheoretiker, der setzt sich halt mit Zeug auseinander, I don't care. Interessant ist, dass der jetzt diffamiert wird von Leuten und Rape Accusations und so weiter. Und so passiert es im Moment immer. Sobald eine Person an irgendwas dran ist oder jemanden stört, kannst du den ganz leicht wegschaffen, diskreditieren oder verwurschteln. Heutzutage bist du ganz leicht abgeschrieben. Immer ganz, ganz schnell und irgendwo schwurbel. Und ich halte mich einfach fern von derlei Merkwürdigkeiten, weil mir das eigentlich völlig egal ist, wie mich die Leute nennen. Und das ist gut. Meine Außenwirkung ist mir bewusst. Und es schauen trotzdem noch Leute zu. Wundert Moritz auch. Aber neben meiner Außenwirkung ist mir eigentlich relativ wurscht, in welche Kaste mich irgendjemand reinschiebt. Das ist schön. Habe ich es hart antrainiert. Schwurbeln heißt, wenn du Verschwörungstheoretiker bist oder als verrückt abgestempelt wirst, als Fringe, als Person, die sowieso nur an Verschwörungen glaubt und nicht ernst zu nehmen ist. Es sind heutzutage natürlich sehr viele Leute, die auch sehr komische Ansichten haben und die auch wirklich als Realität vertreten, obwohl sie eigentlich selbst nicht oft vom Baum der Realität naschen. Aber ja, Aluhutträger finde ich immer so ein bisschen zu proklamistisch, weil das ist die armen Alien-Gläubigen. Alles ist theoretisch. Und wie gesagt, auch alle Worte sind ausgedacht. Und alle Meinungen. Wenn ihr mehr Bock habt auf Blödsinn, Unterhaltungen, Auseinandersetzungen, kritische Betrachtungen oder einfach nur What the fuck-Momente, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social-Kanal vorbei, denn da kommt ihr überall hin, wo ihr wollt, ins Forum, in Podcasts, in Technologiethemen, in abrailige Physik-Sachen oder eben die Theorie, ob wir wirklich nur die holographische Darstellung an der Ereignishorizontscheibe eines schwarzen Lochs sind, was natürlich theoretisch auch möglich ist, jetzt jedenfalls nach der gaussischen Wahrscheinlichkeitstheorie, aber trotzdem irgendwie sauce klingt. Und wer sich so Zeug reinziehen will, kann gerne bei uns den Podcast vorbeischauen. Dann klickt man hier auf den Podcast und dann landet man da und kann sich alles, was wir so abwegig noch ein bisschen bequatscht haben, reinziehen. Da ging es jetzt um NFT-Scams und um weirde Leute, aber der neue kommt demnächst. Link nochmal hier rein. So. Ich gebe euch noch was mit auf diesem Wege. Ich habe zwischenzeitlich bei vielen Leuten gearbeitet und auch freiberuflich gearbeitet und haben Leute ganz nett gefunden, aber in Covid-Zeiten sind die komisch geworden. Und dann kamen immer wieder Worte auf wie, in Deutschland ist es so schlimm, ich wandere jetzt aus in die USA, da ist alles besser, da wird die Meinung nicht unterdrückt und das ist alles ingeniert von Bill Gates, um uns zu Katzen-Aliens zu machen, beispielsweise solche Menschen. Und die habe ich früher ernst genommen. Und auf einmal sind sie so geworden. Da und denkst du, ja gut, aus mit der Hacke zappen. Was kannst du jetzt noch machen? Notschlachten. Und da wird natürlich der Kreis der Leute, mit denen du verkehrst, immer dünner. Selbst wenn du dich selber für Themen interessierst, die natürlich auf Physik und Naturwissenschaft beruhen, aber von anderen Leuten und. Ja, ich bin mit vielen Leuten aneinander geeckt mittlerweile. Schade. Moritz, geht's dir eigentlich auch so? Eckst du mit mir auch aneinander? Naja, die Diskussion ist besser Content. Ja, das stimmt. Wir produzieren ja immer nur Content, ne? Mhm. Also. Muss ich ja irgendwie. Also ich habe immer noch so die Hoffnung, dass wir so eine Zuflucht sind. Wenn alle anderen hohl drehen, sind wir noch die so gedacht haben, wie man hätte denken sollen, bevor die Leute verrückt geworden sind. Das behaupten die Schwurbler auch von sich. Ja, nee, die sind ja erst so geworden, ne? Ja, aber die denken ja auch, dass das die richtige Wahrheit ist, sobald... Ich denke nicht, die richtige Wahrheit gefunden zu haben, denn die richtige Wahrheit niemand und keiner von euch kann die Realität wirklich erfassen. Abgesehen davon, dass das alles gefiltert ist durch unser Hirn und verzögert aufgenommen wird und unser Hirn das einfach puffert und kompensiert, sodass wir es nicht wahrnehmen. Aber die Realität kann keiner von uns wirklich erfassen, nicht mit unseren Sinnesorganen. Ich glaube immer nur dran, an das, was bewiesen ist, empirisch. Und selbst dann hinterfrage ich es. Immer kritisch bleiben. Realität ist eine Lüge. Ja, man versucht aber so gut wie möglich in dem zu leben, was das Hirn ja simuliert. Ne? Wir sind ja eigentlich, unsere Persönlichkeit ist eine Simulation des Körpers, der uns, wir sind ja die Software. Ja, da wird es ja noch spannender. Ne? Aber das ist genug für dieses Mal, das nächste Mal im Podcast. Es ist halt, das Leben ist crazy und ich genieße es. Hoffentlich ihr auch, lasst es euch gut gehen, macht euch noch ein schönes Wochenende. Und denkt dran, seid lieb zu denen, die ihr liebt, denn mehr gibt es nicht. Finanzen und das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne?
Hashtag Beinknochen, wer sich noch daran erinnert. Und dann gehe ich jetzt mal raus. Moritz? Ja, stopp, da musst du mir vorher Bescheid sagen. Ja, dann musst du jetzt auch noch was sagen hier, so mit Tschüsswort und so. Ja, tgf.fix.discord. Genau so. Und das Schöne ist, keiner von euch weiß, ob das, was ich sage, ob ich das ernst meine oder ob das Schlimmvollenzer. Ja, oder ob ich einfach hier eine Show abziehe. Immer kritisch bleiben. Ihr bildet euch Alex nur ein. Ja, genau, weil Einbildung ist auch Bildung.